wohl. Tröstlich. Was machen Sie eigentlich? Wie bitte? Ja, Jobben und so. Ah, nichts mehr. Ich bin seit 2 Jahren pensioniert. Und vorhin? Vorhin war ich Lehrer. Mittelschule, Deutsch und Französisch. Ah, darum? Was darum? Ja, darum reden Sie manchmal so geschwollen. Wie meinen Sie das? Ja, so Hochdeutsch plötzlich. Man versteht Sie ja kaum. Sie schnurren doch nicht wie ein normaler Mensch. Ja, da haben Sie recht. Ich falle etwa die ins Hochdeutsche zurück und dann strapaziere ich den Konjunktiv ein bisschen. Was strapazieren Sie? Der Konjunktiv. Das ist in der Tat so eine Art Kindheitstrauma von mir. Das ist doch etwas aus der Grammatik. Ganz genau. Als ich noch klein war, hat mir mein Vater den Konjunktiv mit Hilfe von Ohrfeigen und Kopfnüsse beigebracht. Ach, gut. An der Universität Göttingen. Und seither kommt mir der Konjunktiv immer wieder mal ein bisschen auf sie. Besonders, wenn ich mich ein bisschen zu fest aufrege. Ja. Und da braucht es nur noch ein bisschen viel Alkohol und hoppla, schon habe ich einen Konjunktivanfall. Ich komme immer die Hitze und weisst du, wie blöd. Ja, und jetzt haben sie sich schurig aufgeregt. Wohl mit Fug und Recht. Ich meine, ich mache ja sonst nie einen Schritt vor die Türen aus. Heute Abend nichts wie Aufregungen und Alkohol. Das hat schon angefangen beim Jahrestreffen vom ehemaligen Lehrerkollegium, wo mir, ja, Sie wissen ja, wie das etwas ist. Plötzlich hat man dann ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Und anschliessend muss es mir passieren, dass ich Ihnen über den Weg laufe. Umgekehrt, ich Ihnen. Entschuldigung. Ich wollte doch in aller Ruhe heimfahren. Wie heissen Sie eigentlich? Meier. Meier mit Y. Ich meine den Vornamen. Amadeus. Amadeus Meier. Ich bin Katja. Merci nochmal, dass Sie gehalten haben. Ich wollte schon vorher ein paar andere stoppen, aber die haben einfach Gas gegeben, die Wichser. Ja, ich habe ja müssen halten bei Rot. Ja. Aber Sie haben die Tür nicht abgeschlossen. Ja, weil sie nicht mehr zugehen. Mein Auto ist auch nicht mehr das Neueste. Auf jeden Fall haben Sie mich mitgenommen. Man ist ja kein Neandertaler. Eben. Sie sind einfach losgefahren, ohne lang zu schnurren. Aber bei Grün. Das habe ich echt geil gefunden. Sagen Sie mal, wer hat Sie denn da eigentlich so verfolgt? Ein mieser Typ. Ja, das wundere mich gar nicht. Vermutlich sind Sie da ortsfremd. Silke ist kaum der Ort, wo man nach der 12. Nacht alleine spazieren kann. Sie sind ja dort. Ich bin doch ein Mann, das ist etwas anderes. Habe ich noch gegessen, mit meinen Kollegen. Also, ich meine, ich will jetzt nicht brüt sein, aber ich finde, dass das nicht der richtige Ort ist, an dem eine junge Frau um diese Uhrzeit alleine verkehren sollte. Sie gefallen mir aber echt. Das ist doch mein Job. Was meinen Sie eigentlich, was ich mache? Hm? Sind Sie ein Politis? Etwas ein Politesse. Haben Sie schon mal eine Politesse in so einer Uniform gesehen? Oh, halt, sagen Sie nicht mehr. Ich habe es begriffen. Sie sind eine Hetäre. Nur keine Beleidigung, gell? Ich bin eine Prostituierte und sonst gar nichts. Aber ich wollte Sie doch nicht beleidigen. Hetäre kommt vom griechischen Hetaira. Das heißt Gefährtin. Im alten Griechenland hatten die Hetären eine hohe gesellschaftliche Stellung. Aber heutzutage ist den Leuten das ja völlig egal. Ja, dann sind Sie ganz einfach. Huh! Das ist aber ein schöner Beruf. So hingebungsvoll, nicht? Die sind immer da, wenn man es braucht. Der Kreditheilsarmee. Oder die Spitex. Also, auf diesen Zusammenhang bin ich jetzt noch nie gekommen. Aber jetzt, wo Sie es sagen, hingebungsvoll, stimmt, im Stossverkehr mehr als 25 Mal. Oh. Ja, Herr Amadeus, wie haben Sie denn Sie am liebsten? Was? Ihre geheime Leidenschaft. Hat doch jeder so etwas. Ah ja, natürlich, bei mir ist es Fernsehen. Und Kreuzworträtsel. Ich geniesse meinen Ruhestand. Also früher, nicht wahr? Zu Zeiten von der Hermine. Von meiner Frau. Da bin ich ja öppen mal nach Hund gsi bei euch. Ja. Wissen Sie, Ihre Leidenschaft, das waren Ziegenkröpfli. Ziegenkröpfli machen und sonst gar nichts. Und dazumal habe ich ja, man hat noch so gewisse Bedürfnisse gehabt. Aber
Heutigstag. Ist sie mit einem anderen ab? Nein, mit einer Grippe. Eine Grippe? Eine Grippe ist doch harmlos. Ja, nicht immer. Das war eine zünftige Grippe. 30 Jahre lang musste ich auf den Virus warten. 30 Jahre lang hat sie kein Winkel geopfert, mich hier rauszuholen. Schauen Sie sich meine Hermine einmal genau an. Nicht gerade ein Kuscheltier, ja? Dabei ist die Foto retuschiert. In Natura ist das. Haben Sie Kind? Ja, woher, wenn man immer nur Ziegenkröpfli isst? Nein, kein Kind, keine Frau, keine Familie, kein Hund, kein Katz. Ein paar Mäuse im Keller und sonst absolute Ruhe. Tote Hose. Ja, selber auch. So, ich sollte jetzt aber noch ein bisschen arbeiten. Bestellen Sie mir ein Taxi? Nein, jetzt trinken wir noch mal. Es gibt Übung, die muss man begüssen. Lieber nicht, ich brauche einen klaren Kopf. Ja, brauchen Sie den Kopf auch dazu? In unserem Job muss man auf dem Kiwif sein, wenn es mal flott geht, wie überall. Ja, klar, ja, ja. Aber der Mann da, der Typ, der sie verfolgt hat, was hat denn der Wiener? Ein Gratis-Service? Nein, das ist ein Stand. Der will, dass ich für ihn anschaffe. Aber ich bin ein Freelancer, verstehst du? Ich denke nicht im Trend an meine Stützen, einen Macker unterzujubeln, was dann beim Zocken wieder verbraten. Excuse, jetzt bin ich mit den Untertiteln nicht ganz mitgekommen. Ein Macker ist ein... Zuhälter. Schnell. Verstanden? Begriffen? Ja, probiert? Ja, ja, der Mann, also der Herr Zuhälter, der hat sie wollen in seine Mannschaft holen. Oder Belegschaft, wie sagen die denn? Lassen Sie es, ich will so oder so nicht. Aber es ist nicht einfach, in unserem Job unabhängig zu bleiben, so ganz ohne Beschützer. Hm. Was soll's? Ich mache noch einen kleinen Spaziergang. Ist gut für Gesundheit. Was glauben Sie, wie viele Kilometer das man Tag für Tag ablatscht? Ja, schon, ja, aber unterwegs können Sie ja hier und da ein bisschen abblicken. Also, mein kleiner Amadeus, danke nochmal für die Rettung. Man hilft schliesslich, wo man kann. Oder willst du, dass ich noch ein bisschen nett bin mit dir, bevor ich gehe? Ja, ich hätte gerne einen Kaffee. Und Ziegenkröpfe? Nein. Erwartest du noch jemanden? Ja, aber nicht um die Zeit. Das ist er. Wer? Der Polo. Der Polo? Der Macker, der mies Typ, der mir nahe ist. Da haben wir's, der Hitzki. Der hat uns verfolgt. Ich schwöre dir, das ist ein. Kommen Sie, schnell. Gehen Sie da rein. Machen Sie keinen Mucks, ich erledige das schon. Aber passen Sie auf, sonst erledigt er Sie. Ja, komm, lassen Sie mich nur machen. Vor Ihnen steht ein ehemaliger Panzergrenadier. Er ist sicher bewaffnet. Ja, der ist bewaffnet, dafür bin ich besoffen. Jetzt staune ich aber. He? Die könnte ich da mal sehen, meine Situation. Ich, ja, ich komme ja. Grenzt allein. Sie sagen Sie mal, was sind denn da für Manieren? Wissen Sie eigentlich, wie spät das ist? Jetzt ist es. Morgen um 1 ist es jetzt. Ja. Sehr besser. Komm, wo ist sie? Sie, das finde ich jetzt absolut unverschämt, hier Zeit noch Besuch zu machen. Leute, die man überhaupt nicht kennt. Und dann noch unangemeldet. Wo ist sie? Ich bitte Sie höflich, aber sehr bestimmt. Gehen Sie will. Wenn Sie mir etwas verkaufen, kommen Sie morgen noch. Aber erst nach den 9. Zum letzten Mal, wo ist sie? Wie? Die Schnalle, die du am Silke eingeladen hast. Die Schnalle? Okay, die Dame. Ja, woher soll ich denn das wissen? Der Polo kannst du nicht versäckeln. Nicht der Polo! Ich bin noch angefahren bis hierher. Wir sind hier zusammen reingegangen. Ich habe sie aber nicht mehr gesehen, rausgekommen. Also. Wie haben wir es? Ja, die wird zur Hintertür ausgegangen sein. Das werden wir doch gerade mal überprüfen. Herr. Das ist ja der Gipfel, wie Sie sich da benehmen. Ich frage mich, ob Sie es wohl vorzögen, wenn ich die Polizei riefe. 117. Danke vielmals. Lass dich auf, jetzt gehst du mal langsam auf den Wecker. Ich wollte Ihnen ja nicht zu nahe treten. Ich würde es dir empfehlen. Bis jetzt bin ich noch netter gewesen. Stimmt doch, oder? Ich habe Zeit gelassen für dein Nimmerli. Eine Viertelstunde. Ist doch korrekt, oder? Und wenn du noch nicht zahlt hast,
Dann schenkt er's. Also, was willst du noch? Das finde ich jetzt außerordentlich grosszügig von Ihnen. Aber ich kann das nicht ohne. Selbst wenn eine Freundschaft zwischen uns bestünde. Okay, dann werden wir doch die Bude gerade mal filzen. Ja, sie machen ja nur Spass. Guten Spass, hä? Oh, jetzt sieht es schon ernster aus. Von mir aus kannst du ruhig noch ein bisschen weiterwaffeln. Aber beweg dich nicht vom Fleck. Weißt du, der Polo könnte böse werden und plötzlich hat er ein bisschen Blei in den Trommeln. Dich kann man ja nicht verfehlen. Ich kritisiere Sie nicht meine Figur, ich bin am Abnehmen. Bravo! Halt, halt, halt! Das ist jetzt aber ganz kalt! Ganz kalt, ganz kalt! Junge Mann, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich im Dienst bei den Panzergrenadier gesehen bin. Mit Ihrem Schuss ist er da, können Sie mir dann aber überhaupt keine Angst einjagen. Ja, nein, ja. Jetzt willst du mir doch keine gute Nachtschicht vom Ersten Weltkrieg erzählen. Warum dann nicht gerade Schlacht mit Wohlgärten, du blöder Kai, wenn wir schon dabei sind? Ha? So, Hermine, jetzt kannst du lachen. Jetzt kannst du lachen, Hermine. Dem zeig jetzt aber mal, was ein echter Schweizer Panzergrenadier gesehen ist, stimmt er? Der soll jetzt also sein Krieg haben. Wo ist er? Im Wandschrank. Du hast den Polo im Wandschrank gespielt? Genau, da hinten ist er. Wenn ich nüchter wäre, hätte er vielleicht eine Chance, dass er laufen ist. So ist er ein falscher Gerade, der Schluffi, der Gelenke, der Elende. Hey, seid ihr hinten? Meld den Panzergrenadier Meier, dritte Kompanie, schiessbereit. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich Ihnen ab jetzt an Schiesskraft weit überlegen will. Karabiner 38, Vorrätig 4, Magazin zu 6 Schuss. Jetzt machen wir die Tür auf, Sie kommen raus, Hände über den Kopf. Ich begleite Sie zum Ausgang und dann gehen Sie schön brav heim. Verstanden? Was sagt er? Der brummelt etwas. Achtung, wir machen auf. Keine falsche Bewegung oder ich schiesse. Psst, auf nachher. Oi. Wie im Film. Amadeus, hat ihn die andere entschlankt? Das ist doch ein Besenschrank, kein Indianerreservat. Oh nein, nein, die Pfeil sind da auf dem Regal gelegen. Genau wie so wie von der Tür. Der muss sich mit dem aufgespießt haben, wenn er reingekommen ist. Woher hast du denn das Zeug? Ja, Feriensouvenir, 14 Tage Afrika. Das ist eine Idee da von der Hermine. Als Andenken haben wir uns den Pfeilbogen mitgebracht. Und den Dünnpfiff. Polo! Ist er tot? Maus tot, der hat noch nie etwas halbpatzig gemacht. In Afrika jagen sie Elefanten mit so Zeug. Das hat für ihn Spielen gelangt. Was machen wir jetzt? Schöne Geschichte. Ja, wir müssen es der Polizei berichten. Moment, Amadeus, bleib cool. Wenn du jetzt die Schmier rufst, sind wir voll in der Scheisse. Er ist ein registrierter Zuhälter und ich eine registrierte Flöte. Und ich bin ein registrierter Renner. Sag nicht wahrheit, die voll wahrheit und nichts wahrheit. Bravo. Er sagt, im Wandschrank hineingetrollt und hat sich selber mit einem Souvenirspieß ins Herz gestochen. Ein ganz normaler Unfall. Tönt total glaubwürdig. Zu allem anderen bist du voll wie eine S-Bahn am Feierabend. Und was soll ich denn machen mit ihm? Ich kann ihn ja nicht gut hier im Wandschrank aufbewahren. Lass mich nachdenken. Über was? Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Ich telefoniere der Polizei. Wirst du eingewachen? Ich habe ja gar nichts gemacht. Nur einen Zuhälter umgelegt, um das beste Ross aus dem Stall zu holen. Was ist jetzt das wieder für eine Geschichte? So steht es morgen im Blick. Kannst du Gift aufnehmen. Ich weiss doch, wie das läuft. Nein, nein. Es war ein Unfall. Sie sind Zeugen. Das ist doch egal, was ich denen verzapfe. Mir glauben sowieso nichts. Für dich bin ich deine Komplizin und ab mit dem Leasing-Bunker. Das ist ja tragisch. Sag ich ja.
Wenn du dann noch einen Richter hast, der mit seiner alten Lampe hat, dann gute Nacht am 6. Dann wirst du ausbeindelt, dann kommt alles auf den Tisch. Termine, Afrika, Ziegenkröpfli. Ziegenkröpfli? Aber sicher, jedes Detail. Dein ganze perverse Spiessenleben auf den Titelseiten, all deine Lasten. Ich habe ja gar keine. Keine mehr. Ich bin doch nur ein bescheidener, pensionierter Lehrer. Ja, aber im Wandschrank ein bisschen Robin Hood spielt. Aber ich habe dir doch gesagt, es war ein Unfall gewesen. Gut, gut, gut. Die Umsicht gebührte es zweifelsohne, sie an den Ortes in Verwahrung zu halten. Was? Dass ich die Pfeile an den Ortes in Verwahrung hielt. Doch die sind schon seit Jahren hier an ihrem Platze. Und wie den Umstand erahnen, dass ein Subjekt die Impertinenz habe, in meinem Wandschrank Harakiri zu begehen? Amadeus, red noch mal, gell? Ich weiss, dass du jetzt ein bisschen zu unteropsi bist, aber reiss dich zusammen. Verteile! Ich habe meine Itzki auch runtergeschluckt. Wir müssen eine Lösung finden. Ich gehe vorläufig einmal die Heizung abstellen, zum Verwesung aufhalten. Grinsen. Ich hasse! Wir vergraben den im Garten! Im Garten? Das kommt überhaupt nicht in Frage! Das wäre moralisch höchst bedenklich, wenn ich meine Stiefmütterli würde auf einem Zuhälter anpflanzen. Dann schlage etwas Besseres vor. Ja, im Seilwald vielleicht. Naturschutzgebiet. Dann rühren wir ihn nicht limits. Kommt er wieder Opsi? Ja, dann müssen wir beschweren mit diesen. Findest du etwas im Keller runter? Wenn es klappt, kann man mit dem Auto in das Haus fahren. Oh ja. Oh, Frick! Was ist? Der Polo war nicht allein. Dort draußen steht noch einer. Oh nein, bitte nicht. Für heute Abend langt es. Moment mal, den kenne ich. Das ist der Dede. Wer? Dede, sagen sie. Ein zweiklassiger Fisch, ein totaler Blöffer, ein hohes Ei. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Telefonier der Polizei, vielleicht haben die eine Lösung. Nein! Warte, lass mich hirnen. Ja, wenn Sie das noch können, ich bin an einem toten Punkt angelangt. Ich habe schon mal gesagt, im Milieu schafft man nicht nur mit dem Hinterteil. Ja, das hat mir halt immer gelangt. Aber bitte, nein, wenn Sie eine Idee haben, ich los. Es ist sinnlos, wenn wir die Leiche da innen verstecken. Der Dede wartet draußen auf den Polo. Und wenn ihm das Warten verkleidet ist, dann kommt er ihn holen. Ah ja, wenn er ihn mitnehmen will, habe ich nichts dagegen. Nein, im Gegenteil. Ich schenke ihm noch den Pfeil. Schnallst du es eigentlich nicht? Wenn dir ein paar von diesen Buden stürmen, dann vergeht ihr es wie zu reissen. Du hast einen von denen umgelegt. Ich erkläre denen doch dann, dass es ein Unfall war. Sehr gut. Und dass du ein armer, hilfloser Grosspapi bist. Spiesser wie dich haben die sowieso auf dem Zahn. Armen Amadeus. Die machen die weisst wie an. Mich anmachen? Jetzt muss aber ein Rost lachen. Nein, nein. Nein, nein, das würden Sie sich jetzt mal vorstellen. Ich in einem Minirock auf dem Strich. Ich weiss schon, dass es Gespässige gibt, aber... Das war eine Metapher, Herr Lehrer, oder eine Parabel. Oh, bravo, Mama. Auf alle Fälle versuchen Sie, Kohlen abzuknöpfen, so viel wie möglich. Aber wenn Sie dann bei mir schon holen mit meinem Pensionchen? Täusch dich nicht. Die finden immer einen Weg, einen zu melken. Du verkaufst Haus. Das Haus? Aber nie. Aber nie im Leben. Da gehe ich voran in den Untergrund und organisiere den Widerstand. Er ist immer noch da. Wenn er reinkommen sollte, lass mich reden. Du hättest Schnurren. Ich verpasse Ihre Gangsterkarriere nach Mars. Was? Du bist einer der ganz grossen Bossen. Was? Das ist unsere einzige Chance. Ich bin ein Gangsterboss. Und was für einen? Aber das wüsstet ihr doch. Die kennten mich. Du bist gerade von Südamerika zurückgekommen. Kannst du Spanisch? Very poco. Sag so wenig wie möglich, zieh eine brutale Visage, das langt. Jetzt gilt's. Eine brutale Visage ziehen? Ja, mach ein Gesicht wie der Jack Nicholson in Shining. Das Gesicht machen wie der Jack Nicholson. Sehe nicht so aus. Komm noch rein, Daddy! Muss der Polo. Was liegt denn dort auf dem Sofa? Hey, Polo! Was machst du da für müde Scherzli, hä? Spielst du Mandli? Oh nein.
Dann haben sie tatsächlich den Hahnen abgestellt. Nein, das schießt mich jetzt auch so grausam an, du! Umgelegt. Wieder mit Pfeil. Die wilde Siechen. Wer ist das, wo das ziehst? Wer hat den Polo flachgelegt? Wer, hä? Oh Mist, jetzt habe ich meine Pumpe vergessen. Aber ich sage euch einfach, kommen wir nicht davon. Der Polo war mein Freund. Ein echter Firmengötti. Ein Seelenvater. Wir haben zusammen Brüche gemacht. Teure Schlitten anders parkiert, Hühner aufgemischt, alles klassische Dinge. Und jetzt das, verdammt ihn einmal! Sag euch, das gibt ein Blutbad. Ist das ein Diktat gewesen? Der Don Senilo. Dede, darf ich dir den Ahmed vorstellen? Ahmed, das ist Arabisch. Du willst mir doch nicht angeben, dass der Polo sich einfach von dem fetten Alibaba einen wegblasen lässt. Ja, nein, das ist das Allerletzte, das heisst Vendetta. Der Ahmed aus Bogota. Ahmed? Freilich zöge ich es vor, wenn Sie sich vorstellten, wie es sich geziemt. Was plaudert der da gespässiges? Nach 20 Jahren Kolumbien hat sein Zürich-Deutsch ein bisschen gelitten. Schnüge, das ist der Dede. Ah, so, da ist jetzt der Dede. Kennt ihr mich? Ein Ruf nach. Hablas Español, hombre. Niet! Dede, er redet nicht gern Spanisch. Böse Erinnerungen. Versprichst du mir, dass du ganz, ganz ruhig bleibst, Lüge? Deiner Katja zu lieb. Das mörderische Flackere in seinen Augen vertrage ich gar nicht. Das macht mir immer Angst. Der Dede ist ein guter Freund, der ist okay. Und ich bin ein guter Freund von der Katja. Nerven ja nicht. Er ist gerade clean. Ah ja. Wenn er will, kann ich ihm etwas besorgen. Ja nicht. Er ist mit seiner Entziehungskur. Das ist hart. Wo führt das noch hin? Also, Ahmed, du Riesengeil, erzähl mal ein bisschen, was passiert ist. Fragen Sie doch einmal da mein Goldstück. Du weißt doch, der Polo hat wollen, dass ich für ihn anschaffe. Aber seit 5 Jahren bringe ich es nur noch für den Ahmed. Moment, Mädchen. Ich habe gemeint, er sei in Kolumbien gsi. Ich bin eben treu. Abgesehen davon ist er jedes Jahr wieder einmal gekommen. Entfernung gebietet Gefühlen keinen Einhalt. Hat wieder einen Schub. Niveau hat der Dede. Niveau. Und darum gehöre ich ihm. Und nur ihm. Gell, du Archibot? Warum hast du das alles nicht schon früher gesagt? Wir werden doch untereinander keinen Krieg anfangen. Ihr werdet weiss wie gut auskommen miteinander. Ja. Kein Problem. Und ich? Ja, komm ich jetzt nicht mehr? Nein, Schnüge, du darfst nicht, wegen deinen alten Wunden. Er ist übersät mit Narben. Ja, nur ein Blindarm vor Jahren. Und Messerstich und Schusswunde. Ja, ja, Bogota ist ein Herzpflaster. Du hast den Maradona gekannt? Die links aussen? Nicht der Mann, der Mann. Maradona, der aus dem Medellin-Kartell, der Kokskönig. Ah, oh, nein, 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 ich kenne niemanden. Recht hast. Diskret muss man sein. Und deine Schnäpfe hat sie ja gesagt, du hast Nivea. Danke vielmals. Sag mal, hast du im Polo eigentlich gesagt, dass Katja dir gehört? Ja, selbstverständlich, aber es würde mich wundern, wenn er es richtig verstanden hat. Mich wundert es gar nicht. Der Polo war ein chronischer Linkswichser. Der hat mir faule Eier geleitet, ich kann das sagen. Und Schnurr hast du gar nicht mit ihm. Glaub mir, das war ein eiskalter Hund. Ja, das bessert sich jetzt kaum mehr. Jetzt wird er immer älter. Geschieht ihm recht. Der hat schon lange mal ein Rechtslexikon, Bro. Lektion? Hat er ja bekommen. Der Ahmed verträgt keinen Widerspruch. Das habe ich schon gecheckt. Ich bin genau so. Wir dürfen keinen auf Zehen trampen, sonst raste ich aus und dann kenne ich mich nicht mehr. Nein, ehrlich, wenn ich auf 100 bin, hilft nur noch beten. Ja, sie sagt. Jetzt wegen Polo. Ich meine, ich wollte ihn ja nicht verteidigen, aber er hätte schon Entschuldigung gehabt. Er hat seinen Stall müssen vergrössern. Jeder muss expandieren, wenn er am Ball bleiben will. Kannst du es ja nicht wissen. Aber bis vor kurzem war er noch in der Kiste. Ja, und ob ich das weiss, das ist ihm gar nicht gut gekommen. Du sagst es. Im Augenblick hat er nur noch zwei Schwalben gehabt, einen Haufen Schulden am Arsch. Ist einfach nicht mehr zum Schlamassel rausgekommen.
Zwei Schnallen sind natürlich nicht genug. Wie Menge begnügt sich mit einer einzigen. Wenn du natürlich ein Goldstück hast wie Katja, dann rollt der Rubel. Danke fürs Kompliment, Dede. Ach, mein, du weißt am besten, was Katja für ein Bankomat ist. Wie viel bringt sie denn eigentlich so ein am Abend? Ja, die bringt und bringt und bringt. Die hört gar nicht aufzubringen. Schön. Schön. Was hast du jetzt vor mit der Leiche? Ja, keine Ahnung. Also auf keinen Fall wollte ich sie poltern. Wenn sie sie gehen hätten, nehmen sie sie ruhig mit. Kann man arrangieren, geht in Ordnung. Dann wären da aber noch Daisy und Kiki, die beiden jungen Rössli vom Polo. Ich nehme an, die können wir nicht einfach im Stich lassen. Nein, nein, unter keinen Umständen. Ich will nicht, dass die armen Mädchen unter die Räder kommen. Ah, genau. Machen wir es doch so. Du überlässt mir eine, ich schaffe dafür den Polo vom Hals. Hä? Du behaltest natürlich die, die du willst. Ist das ein Deal? Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. In Ordnung, ich habe nichts gesagt. Behalte beide. Aber nie im Leben. Sie schaffen mir da den Polo vom Hals und sie behalten alle beide. Na, das kann ich nicht ahnen. Das ist nicht fair. Entweder wir teilen oder du kommst beide. Aber schliesslich hast du Dreckarbeit gemacht. Ich? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Ist doch nicht so bescheiden, der Dede hat recht mit Teilen. Wir nehmen Kiki, die ist in Ordnung. Ja, was soll ich das wieder heißen? Wir nehmen Kiki, wir nehmen überhaupt nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche keine Kiki. Ich will auch keine Kiki. Schluss mit Kiki. Du musst dich gar nicht darum kümmern. Schick uns Kiki. Lass mich nur machen, das kommt schon gut. Hoffen wir es best. Na gut, dann zieh ihn mal. In einer Stunde bin ich zurück und hol den Polo ab. An einen Kollegen, der hat eine Schrottpresse. Wenn er dort drin war, passt er nachher in ein Händchenfach. Wegen der Kiki schaut er später. Spätestens morgen hat er sein Franco-Domizil im Haus. Ja, ja, aber es frisiert nicht. Lassen Sie sich Zeit. Du hast mir einen gefallen. Hm? Sag du zu mir. Ah, gut. Na, die Zeit. Achmed, es ist ein Wahnsinn, dich kennengelernt zu haben. Ich habe das Gefühl, das ist der Anfang von einer weisch wie geile Freundschaft. Freilich wäre es tunlich gewesen, sich unter anderen Umständen kennenzulernen. Aber unser Zusammentreffen zur Unzeit hat nun mal so sollen sein. Schön hast du das gesagt. Wirklich. Haus jetzt, Dede, mach dich um. Bis später. Nur noch schnell aus Wunder. Wieso eigentlich mit einem Pfeil? Ah ja, Gelegenheit. Ich habe noch ein Dutzend gehabt. In Kolumbien war das sein Markenzeichen. Wow. Achmed Tell. Einfach dich aus dem Nest zu holen. Oh, wie erst um 5 Uhr heimgekommen. Wie spät ist eigentlich? 2:30. Hast immerhin fast 10 Stunden geschlafen. Vergiss abschminken nicht. Noch ein bisschen lesen. Wo ist der Achmed? Weiss nicht, ausgegangen. Gespässig. Jetzt arbeite ich doch schon seit einer Woche für ihn. Und er hat immer noch keine Kohlenwelle gesehen. Meinst du, das ist ein Fall? Sicher nicht. Der Mann hat Klasse. Nicht wie der Polo. Oh, hör mal auf von dem. Der hat Daisy und mich gemolken. Wie Kühe. Und plötzlich verschwindet der Monsieur. Ohne ein Wort zu sagen. Ohne die geringste Adresse zu finden. Einfach verduftet. Also, wenn der mir noch mal über den Weg läuft, also ehrlich. Vergessen! Meinst du, wir können den Achmed übers Ohr hauen mit der Stütze? Komm. Ich muss unbedingt etwas bunkern. In einem Jahr höre ich auf. Ich heirate. Ja, du sagst. Werde? Ein junger Arzt. Ein echter Sunnyboy, ehrlich. Weißt du, was du machst? Spinnst? Er sagt immer, ich sehe so unschuldig aus. Dann ist er sicher kein Gynäkologe. Blöd! Na, weißt du, wenn ich ihn einmal treffe, dann gehe ich natürlich schon etwas anders gestylt. Mach amigs Zöpf. Ja, wenn man noch jung ist.
Oh, excuse me. Ich habe ihm gesagt, dass ich noch studiere. Was? Sprachen. 100 Franken in allen Sprachen kann ich auch. Hä? Hey, hey. Mach gescheiter Fürschi und such dir einen Bude. Wieso? Mir gefällt's da. Wir machen die alte Hütte da ein bisschen zu weg. Pepper, den lad ich auf und dann wird's hey. Richtig super, ehrlich. Da ein geiles Entree. Da oben vier Zimmer. Hey, statt uns von aussen den Arsch abzufrieren, schaffen wir mit Zentralheizung. Wir dienen nur nach Stammkunden, ehrlich. Und der Achmed? Wir müssen mal reden mit ihm drüber. Langsam, langsam. Der Achmed hat dich aufgenommen, weil du im Augenblick nicht weißt, wo du hin sollst. Aber für ihn ist das nur vorübergehend. Quasi auf der Durchreise. Ja, und du wohnst ja auch da. Bei mir ist das etwas anderes. Ja, so, du bist die neue Flamme. Pfff, Favoritin. So ist es. Und ich sage dir noch etwas. Der Achmed spielt den gutmütigen Jolie. Aber in Tat und Wahrheit ist er ein einsamer Wolf. Dann muss er aber aufpassen, dass er am Simplon nicht verkarrt wird. Sehr witzig. Merkt das, Kiki? Mit dem ist es nicht einfach. Schade. Dann hätte man einen schönen Laden machen draus. Ich habe ja nichts dagegen. Beim Achmed muss man schön langsam vorgehen. Ja, ich habe Zeit. Aber du solltest vielleicht ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, in deinem Alter hast du ja nicht mehr das ganze Leben gehabt. Hast du dein Babyface auch schon mal mit heißem Kaffee gewaschen? Komm, bleib friedlich. Schick doch den Finken, wenn man einen hübsch, hä? Oh. Ja, warum eigentlich nur mit einem Finken? Im Keller haben wir einen Pickel und eine Stechschaufel. Seitdem hätten sie das ganze Haus in kürzester Zeit drüber gelegt, wenn sie diesen Weg weitermachen. Da hat es eine Spinne gehabt. Spinnen am Morgen bringen Kummer und Sorgen. So ist es. Sie Sanftmut in Person. Schaut euch das mal an. Seit 30 Jahren ist die Lampe nicht zu dieser Wand gegangen. Das kann man schon wieder blicken. Ja, nicht. Sie dürfen die Kabel nicht anlangen. Ist ja lebensgefährlich. Oh, was hast du für eins zu essen? Und sonst noch etwas? Excuse me. Das war mein Ellbogen. Ah ja, mit den Ohren machen sie nichts. Ich kann die aus Sicherheitsgründen den Tag durch nicht im Bett bleiben. Ja, du! Oder ich baue ihnen ein Laufgitter im Garten. Es tut mir leid, Achmed, ehrlich. Ich wäre Ihnen äußerst verbunden, wenn Sie mich nicht Achmed nennten. Ich habe meinen Namen europäisiert. Achmed gleich Amadeus, ja? Hast du jetzt gehört, wie er wieder redet? Das Zeichen, dass er sich mega aufgeregt hat. Ich habe ja Zeit, es tut mir leid. Amadeus, Liebe! Was hast du feines zu essen gepostet? Ja, schaut. Frisch vom Meer. Das Gürkeli. Das Gürkeli. Ein Kapaun. Was ist denn das? Ein Kapaun. Ja, ein Kapaun, das ist... ja eben, das ist ein Gürkel, wo man... also einer, der kein guter kommt, mehr wäre bei neuem. Komm, gib mir ihn, ich tue ihn vorbereiten. Heute ist niemand lang mit meinem Kapaun an. Ich kümmere mich selber um meinen Kapaun. Ihr könnt unterdessen Bohnen abfädeln. In der Wahrung vom Hausfrieden bist du einsame Spitze. Komm, vergiss es, jetzt ist halt passiert. Wenn nur dir nichts passiert, ich kenne Achmed. Hast du gesehen, was der wieder für Lümpen angehast? Nein, ehrlich, ein totaler Bünzli. Musst du dich ja schämen. Wir müssen ihn ein bisschen rausputzen. Lern ihn doch, wenn er sich so gefällt. Aber ein Stenz ist doch ein Statussymbol. Wenn der im Milieu mit dieser Winterhilfsausrüstung rumläuft, dann müssen wir den Preis senken. Lass mich nur machen. Ich habe dir gesagt, es braucht ein bisschen Zeit. Excuse me, wenn es dir recht ist, dann würde ich heute Abend gerne ein bisschen früher ins Nachtessen. Am 8. Uhr fängt eben der Match an. Schweiz, Türkei. Was für ein Match? Fußball, natürlich. Oh nein, Achmed! Nein. Excuse, Amadeus, das kannst du nicht machen. Was kann ich nicht machen? Auf dem 2 kommt ein Liebesfilm. Ja. Weißt du, Meierling, von einem Kronprinz, was mit einer Baronin trinkt. Von mir aus kann der treiben, was er will. Hock nicht auf den Tisch, was soll das eigentlich? Es ist eine wahre Geschichte, ehrlich. Ja, umso mehr. Ich kümmere mich prinzipiell nicht um das Privatleben von anderen Leuten. Ich freue mich schon seit 3 Tagen auf diesen Film. Und ich freue mich seit 3 Monaten auf diesen Match. Amadeus! Schätzeli, ich bin dann ganz lieb mit der Ehrlich. Gib's auf, Kiki! Ich danke dir, ja. Schau mal, bei einem Fußballmatch zählt doch nur das Resultat, oder? Und das kannst du auch noch nachher in den Sportnachrichten hören. Ja und? Bei einer Liebesgeschichte kommt es auch noch darauf an, wie sie ausgeht. Und ich kenne die Geschichte von Meierling. Kann ich Ihnen sagen, die endet sehr, sehr tragisch. Alle beide sterben, der Kronprinz und seine Baroness gerade auch. So, und jetzt wissen sie es. Ab
abgesehen davon gehen Liebesgeschichten sowieso nie gut aus. Entweder man trennt sich oder man heiratet. Ein richtiger Macho! Schlimmer als der Polo! Ich will jetzt laut! Fantasy kauft einen schon wieder an! Das schmeckt ja schon förmlich nach Ziegenkröpfli. Es wäre wohl tunlich, wenn wir die Dinge zwischen uns klarstellten. Gewisse Unwillen macht mich einwilligen, Sie hier zu beherbergen. Aber es wäre ein Unding, wenn Sie mich nun dafür auch noch belästigten. Da hast du es. Jetzt hat er wieder einen Anfall. Ich kann ihn ja gar nicht nerven. Ich habe nur nicht gewusst, dass der Fernseher ausschließlich dem Herrn Ahmed gehört. So, fertig jetzt mit der Diskussion, Kamayeli. Ist mir doch gleich. Dann gehe ich eben zu der Daisy und schaue dort. Gute Idee. Und ich esse auch nichts von diesem kastrierten Göckel. Hervorragende Idee. Perlen vor die Säue. Vicky, raus jetzt in die Küche und fange an, Bohnen abzufädeln. Ich komme dann auch und helfe dir. Hoffentlich! Hey, Biber! Komm, Bert. Ganz gut. Bin ja ganz ruhig. Was heißt denn auch? Es wäre doch völlig undenkbar, wenn ich hier nun auch noch billig... Schatz, tu mir einen Gefallen. Nicht mehr Hochdeutsch. Und kein Konjunktiv mehr. Ah. Hm? Das schaffst du doch. Brummli. Wer schaut jetzt denn gerade die Schweiz dort, gell? Arschkrücherin! Keine Angst. Die ziehe ich schon noch. Oh nein, das übernehme ich selber. In 40 Jahren Schuldienst habe ich da schon ganz andere Flötentöne beigebracht. Das war zwar nicht so wie heute, hätte man sich durchsetzen müssen. Saumädchen wie die habe ich aber zu haufenweise gehabt. Ich werde hier 4 Stunden aufsitzen nachkommen. Nachkommen aufsitzen. Nachsitzen aufkommen. So. Amadeus, was haben wir vorhin abgemacht? Also eine Strafaufgabe kommt sie über. Komm, spiel nicht böse. Bin aber böse. Aber nein. Aber ja. Du kannst gar nicht böse sein. Sonst würden die nicht immer alle Hunde nachlaufen. Kunststück kann immer Hundegutzli bei mir. Aber Deus, du hast ja schon auf alles eine Antwort parat. Ja, sicher, als ehemaliger Lehrer. Übrigens, der Dede hat angerufen. Oh nein, was hat er wollen? Keine Ahnung, er kommt noch vorbei. Hoffentlich gibt es kein Problem. Sicher nicht. Das hat er mir gesagt. Weißt du, der Polo hat eigentlich keinen können ausstehen. Das interessiert jetzt keinen Schwanz, wo der geblieben ist. Im Händchenfach. Und der bleibt er auch. Hoffen wir das Beste. Mach dir keine Sorgen. Es läuft alles rund. Der Dede hat überall erzählt, dass der Polo in eine volle Geschichte verwickelt war und dass er dringend Kläubi gebraucht hat. Und darum haben Kiki und Daisy verkauft, um ein bisschen Cash zu machen. Nur der Dede, du und ich wissen die Wahrheit. Für die beiden Mädchen ist das ein ganz normales Geschäft. Die haben keine Blasse. Mensch. Garantiert. Und darum musst du Geld nehmen von der Kiki. Ich muss Geld nehmen von der Kiki. Ja, du bist doch ihr Zuhälter. Ja, das fehlt gerade noch. Wenn du keinen Ärger willst, musst du mitspielen. Kiki kapiert nicht, dass du kein Geld kassierst von ihr. Die stellt schon komische Fragen. Entschuldigung, ich kann doch aus ihrem schändlichen Tun da nicht noch Profit schlagen. Jetzt mach nicht auf Moralapostel. Sie bringt den Kohle und du nimmst es, Basta. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, kannst du ihr französischen Unterricht geben. 200 Franken die Stunde. 200 Franken? Das ist nicht mein Stundenlohn. Aber unser? Das hätte ich früher müssen wissen. Statt mich all die Jahre mit dem Kopf abzuplagen. Die Kopffarbe zahlt sie ja nicht aus. Wenn du Skrupel hast, kannst du ihr den Stutzi auf die Seite legen. Sie will nämlich heiraten. Sparst du es für den Hochzeitsstrumpf? Ja, ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich denke mal darüber nach. Mach das. Und sei ein bisschen auf Draht unterdessen. Der Dede hat einen wahnsinnig guten Ruf verschafft im Milieu. Wenn man von Ahmed aus Bogota redet, dann ist das nicht irgendjemand. Sag dir, du bist ein Megatyp für dich. Ein absoluter Winner. Eine lebende Legende. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Vor ein paar Wochen war ich neu, als ein kleiner pensionierter Lehrer. Jetzt bin ich bereits ein stadtbekannter Zuhälter. Was für eine Karriere, hä? Und du, Hermine, hast immer gesagt, dass wir werden mal nichts. So kann man sich täuschen. Hätte ich nur ein bisschen früher angefangen, wäre ich vielleicht bereits Staatsfeind Nummer 1. Mal etwas anderes bringt ein bisschen Pfeffer in dein Leben. Ja, wenn ich noch kein Magengeschwür bekomme. Ich muss einen Kräuter haben. Was habe ich doch für ein ruhiges Leben geführt? Unauffällig, bescheiden, ordentlich, geordnet. Eigentlich fast wie ein Mönch. Und jetzt, vom Kloster auf direktem Weg ins Bordell. Prost! Ist ja nicht für immer. Kiki sucht sich ein Studio und ich gehe zurück in mein Apartment, wenn du willst. Das habe ich aber nie verlangt. Weißt du was? Ich bleibe da.
Dann bist du nicht so alleine. Das bin ich dir schuldig. Ich habe zwar keine Ahnung vom Konjunktiv, aber im Milieu kenne ich mich aus. Im Augenblick kann ich dir nützlich sein. Ich muss zugeben, dass ich auf dem Gebiet nicht über Ihre Erfahrungen verfüge. Das Leben von einem Sprachlehrer kann man ja nicht unbedingt als aufregend bezeichnen. Bis jetzt habe ich noch nie Gelegenheit gehabt, vom rechten Weg abzukommen. Mein Vorstrafenregister ist sozusagen noch jungfräulich. Absolut unberührt. Wer ist da noch absolut unberührt? Vermutlich Bohnen in der Küche. Ich fädle da außen und fädle und fädle. Ehrlich, die Fädelbohnen, die können wir jetzt auch noch mal schauen. Ich bin da nicht die Dienstmeidchen. Kriegli, ich komme gerade. Bohnen, Bohnen, nichts als Bohnen. Herr, lass es Abend werden, dass ich wieder etwas Anständiges zu tun bekomme. Also mit dieser rede ich dann noch wirklich mit der, hä? Sicher, der Dede. Bleib nur, ich kann aufmachen. Der Dede, was will denn der da? Ich bin nicht geschaffen für so ein Leben. Weiss Gott nicht. Seine Brüder, salve! Alles in Ordnung. Alles in Butter, bestens. Und du, Mutter? Wie geht's? Wie steht's? Finger weg, sagt Mutter, und das Bubeli folgen. Kapiert? Bravo, ich mag Frauen, die ein bisschen Charakter haben. Besonders die von den anderen. Gerade gestern bist du wieder hochgelobt worden, Katja. Muss also einen drauf haben. Sei wirklich ein Heuler. Vielen Dank. In welcher Beziehung? In jeder. Und in deren auch. Muss du bei Gelegenheit mal ein Psychli machen. Was? Als Kunde natürlich. Ah, so, so. Dich bringe ich auf Touren wie einen Ferrari. Aber pass auf, du Mantafahrer, dass du keine Platten bekommst. Bei mir läuft die Kiste nämlich nur mit ein bisschen Gefühl und Zärtlichkeit. Ist das wahr? Was? Dass sie nur auf Zärtlichkeit abfahren? Ja, sowieso. Wie einen Sicherheitsgurt. Ein bisschen scharf auf Bremsen und schon blockiert sind. Überlass sie mir für ein Wochenende. Verpasse ein Anti-Blockiersystem. Dubu! So, jetzt nicht, komm, rück mal raus. Wegen was bist du gekommen? Ich wollte hören, ob es etwas Neues gibt. Aufmerksam, doch. Sehr aufmerksam. Aber absolut überflüssig, gell? Das nächste Mal läutst du einfach nur an. Nicht, Mensch. Katja, zisch ab, kann mit dem Achmed reden. Der Achmed hat keine Kenntnis von mir. Aber ich? Du hast mir gar nichts zu sagen. Jetzt musst du aber abschalten, Mädchen. Weißt du auch, was Respekt ist vor einem Mann? Hast du gehört, wie die redet mit mir? Ja, mit Impertinenz zugeben. Katja, komm, sei doch auch ein bisschen höflich mit unserem Freund. Okay, sag ihr, sie soll verduften, sonst... Sonst was? Sonst sage ich unserem Freund Achmed, er soll dir einen Abrieb verpassen. Ja, also, nein, so weit muss es doch nicht kommen. Bleibt mir höflich. Katja, tu ihm den Gefallen, geh in die Küche, die kleinen, feinen Böhnchen abfädeln. Wenn du mich die Sprache rufst. Du! Die Schnitte sind schlimmer als ein Sack voll Flöhe. Na ehrlich, da kannst du Christbaumkugeln furzen, wie die auf den Nerven rumtragen. Übrigens, wie bist du zufrieden mit der Kiki? Könnte besser sein. Die ist noch jung, die braucht noch ein bisschen Übung, aber im Geschäft schlägt sie also ein wie eine Bombe. Ja, und außerhalb vom Geschäft erst, auf was die alles einschlägt. Also los, wir haben ein kleines Problem, darum bin ich gekommen. Ich habe es ja geahnt. Nichts Schlimmes, ein Detail. Wir sind da 5 Arbeitgeber in unserem Jagdrevier. Was? Das heisst 6 mit dir. Ah, 6 mit mir, doch. Fein, fein. Jetzt kommt doch gestern so ein Stinkfinger und setzt uns 4 Sumpfhühner aufs Trottoir. Sumpfhühner? Aufs Trottoir? Diesen Schnäpfen haben wir natürlich beide gemacht, aber der Typ ist zurückgekommen und hat gesagt, er will den Pate sehen. Der Pate? Was für ein Pate? Der Boss natürlich. Die Kollegen und ich haben beschlossen, es best sei, wenn du mit ihm redest. Was? Wenn ich mit ihm bin, so jetzt ich? Das geht ja gar nicht. Ich habe den Kollegen von dir erzählt. Was? Zwei haben dich schon gekämpft von früher. Zwei haben mich gekämpft? Dein Ruf natürlich. Die haben sofort gesagt, der Achmed aus Bogota, den kennen wir. Ein Härtehund, eine gleiche Nummer. Ja du, mir war einmal, ich habe schon gehört von dir. Du weißt, ein guter Ruf verbreitet sich schnell. Ja, aber viel zu schnell, aber viel zu schnell. Ich kenne da nämlich niemanden und ich will da auch gar nicht mehr kennen. Los jetzt, Achmed, musst du keine Bedenken haben.
Ich habe den Typ gerade mitgebracht, der wartet aus im Auto. Was, der wartet aus? Haben Sie gesagt, er müsse natürlich schon ein bisschen Geduld haben, bis er bei dir eine Privataudienz bekommt. Mein Gott, ich wünschte wahrhaftig, dass du dich eines Besseren besinnest. Reg dich nicht auf. Ich reg mich aber auf, wenn er doch da ist! Soll ihn vielleicht einer gerade zum Znacht einladen? Ganz weit wutsch gegangen, jetzt holen. Aber bist vorsichtig. Ist einer von der besonderen Sorte. Licht reizbar. Licht reizbar, auch das noch. Ist gut, nein, ist gut. Alles Beste. Schon recht, jetzt bin ich der Boss. Hermine, hast du es gehört? Der Korporal Meier ist jetzt gerade vorhin zum General befördert worden. Ist er fort? Hey, ja. Hast du das Neueste gehört? Ich habe es mitbekommen. Du hast einen fettigen Glöckli-Böck jemanden hierher zu bringen. Was machen wir jetzt? Wenn du dem Typen erlaubst, dass seine Mädchen auf unserer Straße den Wackel machen, kommst du es mit den Kollegen vom DD zu tun. Und wenn ich es nicht erlaube, dann wird er das wieder mit nicht finden. Ausweglos. Eine altgriechische Schicksalstragödie. Oh, wenn es doch gelänge, dass jeder Mann befriedigt sei. Amadeus, bleib ruhig. Bleib ganz ruhig. Nicht lieber als das, mögen auch die anderen kühlen Kopf bewahren. Schon eine heikle Situation, ja, wenn man berühmt ist. Ich wollte doch nie berühmt sein. Ich wollte doch nie General werden. Mir hat doch Korporal immer gelangt, aber vorig. Jetzt lass dich mal zuerst mal reden, sagst du, willst du es überlegen, wir müssen ein bisschen Zeit gewinnen. Und wenn er dann sofort eine Antwort will? Dann gibst du ihm sie im Konjunktiv, dann braucht er es Weile, bis es checkt. Und vor allem, gib dich geheimnisvoll. Denk an Marlon Brando als Pate. Marlon Brando? Ja, ich jetzt nicht mehr der Jack Nicholson. Marlon Brando, ich bin wie eine grosse Filmkarriere gestartet. Sie kommen! Ich lade dich alleine. Keine Angst. Ich bin in der Küche und höre zu. Nie mehr halte ich an einer roten Ampel. Das ist viel zu gefährlich. Achmed, darf ich dich bekannt machen mit dem Kollegen? Den Puran Moritz. Also, freut mich. Doch, doch. Nehmen Sie doch einen Platz, Herr Temperatures. Tempura Moritz. Oder so. Da ist jetzt aber wirklich einer von der besonderen Sorte. Hast du mir eine Ziege? Ich bin ja nicht Raucher. Ich auch. Aber hat es denn auch irgendwo einen Automat? Ah ja, gerade am Ecken vorne. Keine 200 Meter von da. Komm, ich zeig dir's. Nein, nein, bitte. Komm mal, ich könnte euch unterwegs Montezuma. Tempura Moritz. Ganz wie Sie wünschen. Woher kommen Sie eigentlich? Do Brasil. Bitte? Aus der Brasil. A Brasilia. Schönes Land. Du kennen? Mit dem Kränksten. Oh. Mich da bringen kann ich sein Pferde mehr hin. Ich gekommen ist, wie sei zu finden, ein schöner Platz an Sonne. Ja, warum ist denn der Himmel zu Brasilien immer bedeckt? Gelle Bocken. Ich nachts. Wir können arbeiten ungestört, ja? Da hätten wir jetzt aber ein riesiges Problem. Ich meine, um in der Schweiz nachts einen Platz an der Sonne zu finden. Du mir nicht drehen, aber ein Wort im Mund. Ja. Ich genau wissen, was ich sage. Ja, das ist Hauptsache. Ich habe mitgebracht vier Mädchen aus Brasilien. Töchter aus allerbester Familie. Ja, das ändert natürlich alles. Wenn das Töchter aus bester Familie sind, dann müssen sie mit denen an der Goldküste auf den Strich gehen. Ich aber bleiben möchte in Zürich.
Ja, nun, das dürfte dann vielleicht doch ein klitzekleines Problemchen darstellen, nicht? Du hast so eine Gasse, ja. Wie haben wir eine Zähne? Du! Erfinde eine Lösung, sonst. Oh, gönnten Sie mir doch wenigstens die Frist, Ihnen zu erläutern, dass die Hetären, die auf unserem Asphaltfluss wandeln, nicht sind als gewöhnliche Plebejerinnen, die angesichts der provozierenden Gegenwart einer Vertreterin des gehobenen Standes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit revolutionären Anwandlungen nicht widerstehen könnten. Du mir das sagen können in Deutsch, vielleicht? Ja, sogar zu den Deutschen. Unsere wundergreite Schulter, die vier Prinzessinnen mit ein paar Trittisvögel in den Strassengraben haben. Hast du das geschnallt, Mozzarella? Glück, bis auf Messer. Schön, deine Haus. Eine sehr schöne Haus, das. Ja, ich leider kein Zimmer mehr frei. Schade. Für diese Saison bin ich ausgebucht. Schade. Wenn er brennt, diese Haus. Was? Wenn er würde abbrennen, eine so schöne Haus. Nein, bitte. Jetzt lasst ihr mal, Herr Max und Moritz. Geburre Marsch! No, es tu accredita non ho questo vino. Ma scopre la mio nome. Se un figlio ne moro sai. Da cosa ne chiama la cara? Da, se un cara di po'. Che vuoi stai segreto? A sciacquo su molec, mio nome. E te pure moresci. Ma sua se, è mesmo un peraparo, un po' la pota. Figlio ne moro sai. Sua carretta è un parto a sua carrare e safadone. Ja, das ist möglich. Gut. Aber lassen Sie sich gesagt sein, dass es mir höchst widerwärtig erschiene, wenn sich wer auch immer zu drohen gegen mich bemüßigt fühlte. Und ich wünschte wahrhaftig, Sie nehmen meine Worte ernst. Ich kann nicht drohen. Ich verspreche, wenn meine Mädchen nicht können arbeiten. Nein. Deine ausbrennt. Bitte. Soll das jetzt bitte? Nein, Gott. Du verstanden? Ja. Sie nennt doch keine Krise. Nein, Gott, sie verabschiede! Strom abstellen, schnell! Los! Lass mich nicht da! Er ist Gott! Was passiert? Wir brauchen den Arzt! Schnell! Ich kann einen! Dann lüg doch mal den Doktor an! Schnell! Glaub, das können wir uns sparen. Der tut's nicht mehr. Oh nein, bist sicher? Schau ihn doch an. Kannst du aufhängen? Er ist da. Sali Bruno, ich bin's. Du hörst mal... Aufhängen! Ich lüg noch mal an. Ciao! Sie ist jetzt blöd. Und wer ist schuld, hä? Stromkabel, das Wasser aus der Vase? Zu allem Elend hat er noch Löcher in der Sohle. Ihr seid gemein! Jetzt soll ich allem schuld sein. Also für die Löcher in den Schuhen kann ich einmal nichts. Eine Bartholomäus-Nacht der Zuhälter. Jetzt gehst du in die Küche und Pips ist ein Kanton. Du weißt von nichts und hast nichts gesehen, ist das klar. Der Amadeus nimmt das alles auf sich. Oh, das ist aber weißt wie lieb, ehrlich. Ja, ist gern geschehen. Ich habe nicht gern Tote. Ich habe noch lieber Bohnen. Amadeus! Jetzt müssen wir uns etwas einfallen. Man muss glauben, dass du ihn umgebracht hast. Ich habe ja gar nichts damit zu tun. Er hat einen Stromschlag bekommen. Bin ich das Elektrizitätswerk? Wir müssen das Beste machen aus dem Unfall. Von jetzt an hält sich für den Terror in Persona. Jetzt wird es keiner mehr wagen, dich zu belästigen. Einmal etwas anderes. Was du jetzt musst machen, ist... Mir den Gesichtsausdruck von der Inge Meisel zulegen. Mich reden und sagst Kanton, ist das klar? Und dann sagen wir, ich bin's. Ich sage kein Wort mehr. So, habt ihr euch angefreundet? Nein. Ist er? Ja. Oh nein! Mach mir das so wirklich! Jetzt übertreibst du es aber! Man kann ja niemand mehr mitnehmen zu dir! Na, was ist denn passiert?
Unsere Unterhaltung war nicht ganz frei von Spannung. Okay, okay. Aber das ist doch kein Grund. Wohl. Ja, nein. Ich pflanze Trauer wieder. Ich mach mir ernsthaft Sorgen. Ich auch. Wir sind doch da nicht in Kolumbien, wo wir einen einfach abmurken sind. Wo ist denn der Pfeil? Dede! Gibt er keinen, dass man hat nur den Kopf zwischen die Hände genommen und dann Krick-Krack. Du hast einen Krick-Krack? Vielleicht der Krack-Krick oder Krack-Krack? Ja, nicht mehr so gut. Ja, aber warum denn? Aus was für einem Grund? Ich wünschte, du glaubtest mir, dass dieser Fremdling ein Verhalten an den Tag legte, das mich aufzuregen, ich nicht umhin kam. Komm, Schatz. Sieg ein Braver und erzähl es ihm Dede auf Zürich-Deutsch. Ja, ich probier's. Das. Der Herr Temperli da, ne? Der hat ja 4 Töchter aus besserem Haus mit in die Schweiz gebracht. Und wenn man seine Prinzessinnen da nicht höflichst empfangen hätte, hat er ein Messer nehmen, um sich mitten in der Nacht am Platz an der Sonne zu schnitzen. Abgesehen davon hat er die Möglichkeit in Betracht gezogen, aus meiner Liegenschaft einen Fall von der Feuerversicherung zu machen. Ich glaube, das wäre es dann jemand. Es geht ihm nicht so gut, gell? Nicht besonders. Wir müssen ihm unbedingt wieder ein bisschen Koks besorgen, sonst schlägt er uns eines Tages noch den Briefträger zu tun. Das ist ja gemeingefährlich. Also mal Spezi, das ist alles gar nicht so ätzend. Du musst jetzt den Kessel wegen dem nicht Lampen lassen. Wetten wir, dass die Kollegen wegen dem nicht ausrasten? Im Gegenteil, manchen ist noch froh, dass du den Typ da aus dem Verkehr gezogen hast. Weißt du, vielleicht hätten die sich etwas länger überlegt. Aber dann wären sie zum gleichen Resultat gekommen. Die schneller ist, die geschwinder. Achmed, der absolute Terminator. Am Anfang zögert man ja noch ein bisschen, aber dann geht's von allein. Also, der Trick mit dem Krick-Krack, den muss man dann mal zeigen. Der ist ja turboeffizient. Nur schade, dass ich den Bleich da jetzt nicht zu meinen Kollegen mit der Schrottpresse zügeln kann. Geht ja nicht gut, am heiteren Tag. Vielleicht räumst du mal die Truhe da aus, dann legen wir ihn da rein bis zur Abend. Kommen dann holen, gerade nach Schweiz durch. Ja, du bist nicht Meierling. Meierling? Gegen wer? Gegen den Kronprinz und Baroness. Es geht ihm wirklich nicht so gut, gell? Er kommt schon wieder. Sag mal, machen wir es gleich wie beim letzten Mal? Ah ja, selbstverständlich. Ab ins Händchenfach. Nein, das meine ich nicht. Der hat 4 Stuten gehabt. Du nimmst 2 und ich nehme 2. Okay. Ehrlich, der ganze Mist lässt liegen. Schau mal das Puff an. So kannst du ja keine Kunden empfangen. Schlafzimmer sind ja fertig und schön geworden. Aber da der Eingang, da stellst du doch jedem ab. Sieht ja wirklich aus wie der billigste Absteige. Krieg, bist vorsichtig. Der Amadeus hat etwas gegen Wörter wie Absteige. Du empfängst auch keinen Kunden, sondern Freund. Wichtige Nuance. Also so blöd ist der Achmed jetzt auch wieder nicht. Der hat eigentlich schon lang geschnallt, was da läuft. Kann sein, aber will nicht wissen davon. Was ist jetzt das wieder? Die neue Anschaffung von der Blanchette ist gerade vorhin geliefert worden. Die ist ja wirklich birrenweich mit ihrem Urwaldfilm. Die ist eben in Brasilien auf die Welt gekommen, vermutlich mitten im Tropenwald. Redet sie dort Schweizerdeutsch? Die Mutter kommt aus dem Engadin, aus Zernitz. Eine Afro-Bündnerin. Meine Werte, das Gemüse ist ja gesponnen. Da brauchst du bald ein Postfässer, um durchzukommen. Sogar das Klo hat sie in den Dschungel verwandelt. Den Thron findest du nicht mehr. Kannst du ja sagen. Das mache ich auch. Wo ist sie? In der Küche.
sicher wieder dabei, sich voll zu stopfen. Was die eins zusammenfrisst, das ist ja gestört. Blanchett! Was gibt's? Der helle Wahnsinn, wie die im Alleingang den Hunger in der Welt bekämpft. Afro-Bündnerin, gehört das Gestrüpp an dir? Ja, super, gell? Wie viel von dem Zeug willst du eigentlich noch anschleppen? Weiss nicht, wenn ich noch ein paar finde, die mir gefallen. Wenn ich noch ein paar finde, die mir gefallen? Hey, ein kleiner Tipp zur Hausordnung, Flanchette. Du bist da nicht allein. Vielleicht fragst du zuerst, bevor du den Schuppen in den Urwald verwandelst. Hast du etwas gegen den Urwald? Nicht die Laus. Aber wir sind da nicht am Amazonas. Weisst, ich kann auch gern grüne Pflanzen. Sehr gern. Dann stell sie in dein Zimmer. Ein bisschen Schatten kann deinem Teil ja nicht schaden. Was lange? Ach, die Palmen ist ja leider aus Plastik. Dann hilft sie noch nicht einmal gegen das Ozonloch. Ich hole gerade Gartenschere. Probier's! Ich mach Hackfleisch aus dir! Aha, du musst aber gut kommen. Ich bin zäh wie ein Handschuhleder. Weg von meiner Pflanze! Hey, du musst nicht die ganze Garten anhocken! Sie hat angefangen. Ich bin der Koch, sie ganz friedlich. Der Kühlschrank hast du leer gefressen. Wie immer. Hör du fertig! Seh! Was ist denn los? Das auch ein bisschen leiseliger. Man hört etwas auf die Straße. Vielleicht darf ich daran erinnern, dass meine Nachbarn immer noch meinen, ich vermiete Zimmer als Studentin. Was soll jetzt das da plötzlich? Dattelpalme. Da müssen wir einmal auch nicht verhungern. Aus Plastik. Plastikdattel sind wenigstens nicht kleberig. Ja, wohin soll ich damit? Heizkissen. Genau. Was haben die denn auch? Meine Pflanzen sind doch schön. Findest du nicht schön, Papa? Mal, ich bin begeistert. So, stell dir das Zeug vorläufig mal in den Ecke. Vorwärts. Komm hier. Häng doch Post drauf, die sind leichter. Ich brauche einfach grüne Pflanzen. Und wenn ich kein Grün soll um mich herum, dann komme ich heimüber. Und wenn ich heimüber dann stopfst du dich wieder voll. Und ich stopf dir das Maul aber so. Kauf dir doch einen Bananenbaum, klettern an und lass uns in Ruhe. Sacken, ein Bäcker, ein Pippo, so verstanden! Es wirkt, hm? Hätte 40 Jahre früher müssen wir es. Ein bisschen Vorsicht, gell? Das ist sicher mein Kreier. Hey, mein Freund. Der kann gehen, Grüezi sagen. Endlich Ruhe. Allein sind sie okay, aber zusammen. Wie Nitro und Glycerin. Ach, Med. Ich brauche wirklich Grünzeugs zum Leben. Das erinnert mich an meine Heimat. Da ist auch schon das Wetter zum Kotzen. Du, wenn ich kein Grünzeug um mich komme, dann werde ich traurig. Weiss Gott, kein Zustand für ein Freudemädchen. Hm? Weißt du? Und wenn ich traurig bin, dann geht mir die Arbeit eben auch nicht mehr so von der Hand. Ja, also gut, damit du dich da bei uns ein bisschen heimischer fühlst, können wir ja da einen Affenbrotbaum pflanzen im Zimmer. Hm? Ein paar Palmen drumherum. Und Lianen, wenn wir dann noch haben, um das Zimmer durchqueren. Tier brauchen wir, Tier. Statt Kompost gehen wir auf Safari. Ist er sportlicher? Ach, du machst dich los. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass es mir ja alle können, eine Eskimo-Frau ins Haus schneiden können, dann hätten wir jetzt keine Heizung, einen Iglu auf dem Teppich, Pinguin in der Badwanne. Und womöglich auch noch einen Eisbär in der Küche. Nein, ich bin ein Glückspilz. Nochmal ein Freund. Für dich. Ich habe dann im Fall Champagner kalt gestellt. Auf meine Rechnung. Mua! Merci, Papa. Erinnere mich doch bitte daran, dass ich dann an der Haustür noch eine rote Laterne montiere. Du übertreibst, das sind wirklich alles alte Freunde. Alt, doch, das sagst du es. Haben wir ein paar von denen angeschaut. Alles wie Viagra-Fell. Unglaublich, wie die im dritten Frühling auf die Brutschau gehen. Vicky und Blanchette machen doch nichts Böses. Im Gegenteil, die verschaffen diesen Herren ein bisschen Entspannung. Oh, davon bin ich überzeugt. Mama, die tun ein absolut gutes Werk.
Ich will nur nicht, dass sich mein Haus hier in ein stadtbekanntes Etablissement verwandelt. Ich lege überhaupt keinen Wert auf einen Eintrag im Guide Gomio. In meiner Vergangenheit als Kinder schätze ich vor allem Diskretion. Genau, wie die Herren auch. Die wollen sich noch ein bisschen amüsieren. Ja, ja gut, ab und zu mal ist eine Ordnung. Aber je länger das dauert, je mehr Leute an der Tür. Ich kann ja schon kaum mehr alleine durch mein eigenes Haus gehen. Kürzlich fragt mich da am Eingang so ein Freier, so ein Freund. Gehen Sie mit der Blanchette oder mit der Kiki aufs Zimmer? Was hast du gesagt? Ich gehe ganz allein hoch. Dem ist das Gesicht hübsch so. Wenn es zu viel wird, kannst du die ganze Bande rausgehen. Nur weißt du, Amadeus, ich glaube, es ist noch ein zu früh. Du musst noch ein bisschen durchheben. Es dauert zwei Monate. Seit geschlagenen zwei Monaten vermiete ich das Zimmer als Studentin. Gut, ich weiss, dass man heutzutage Studentinnen nicht davon abhalten kann, Freunde aufs Zimmer zu nehmen, wenn es dann so viel sind. Auf die Art und Weise kommst du doch schlicht und einfach ins Gerät. Wenn es dich beruhigen, Kiki geht gleich. Ah ja, wann denn? Vielleicht schon morgen. Ein Arzt hat einen Heiratsantrag gemacht. Ja, das ist aber eine erfreuliche Neuigkeit. Sie weiss nur nicht, wie sie es dir beibringen soll. Sie hat Angst, du machst ihre Schwierigkeiten. Ich Schwierigkeiten? Aber im Gegenteil. Ich freue mich doch für Kiki. Ein richtiger Stenz würde anders reagieren. Ich bin eben kein richtiger Stenz. Ich bin Amateur. Manchmal schon ein bisschen. Aber wenn wir gerade beim Thema sind, bei der Blanchette läutet auch gleich die Hochzeitsglocke. Auch ein Doktor? Nein, ein Koch. Sie wollen zusammen ein Restaurant auftun. Blanchette, ein Restaurant, die wird mal ihre beste Kundin. Aber bitte, es renkt sich alles wieder ein. Aus deinem Hühnerstall wird eine Heiratsagentur. Die Rendite ist dann ein bisschen schlechter, aber das Renommee viel besser. Trotzdem schade. Was? Ja, jetzt haben wir schon das Schlafzimmer renovieren lassen. Weißt du übrigens, dass heute noch kein Maler auftaucht ist? Ich hab's gesehen, ja. Ja, ich rede schon ein Wörtchen mit dem Chef. Hast du dir auch schon überlegt, wie viel dir ein Zimmer pro Tag einbringen könnte? Gut, im Schuss natürlich. Im Moment kochen wir auf Sparflamme. Auf Sparflamme? Ja, um Himmels Willen, wie sieht's denn aus, wenn ihr Vollgas gebt? Eine Tonne, ein Mill, ein Violette. 1000 Franken? Pro Tag und Zimmer macht Zelt und Bege 4000. Ja, ja, mein ja, Moment mal, was ist denn mit mir? Wo soll denn ich schlafen? Ich meine, wenn dann da oben mal alle vier Zimmer. Ein Zimmer zu dem Preis kann ich mir ja gar nicht leisten. Hermine, hast du das gehört? Jetzt haben wir 30 Jahre lang auf einer Goldgrube geschlafen. 4000 Franken im Tag. Wow, das gäbe einen Berg von Ziegenkröpfchen. Aber sicher. Ja, auch am Sonntag. Zugegeben, am Sonntag ein bisschen weniger. Die Herren haben ja schließlich Familie. Aber alles in allem könntest du elegant mit 100.000 im Monat rechnen. Und wo bleibt Moral? Die 100.000 im Monat kannst du die Moral gar nicht mehr leisten. Ich muss noch schnell posten. Brauchst du auch etwas? Nein, nein, danke. Katja? Ja? Und du erwartest du keine alte Freund? Ich arbeite nie dort, wo ich wohne, aus Prinzip. Da hast du recht. Die Bläser kommt dir noch gut. Ganz ja. Prima. Findest du, ich habe von dir die Hosen auch und die Schuhe. Und sogar den Hut. Eigentlich bin ich ein Mann, der sich aushalten lässt. Ein Gigolo. Gigolo? Ja, komm jetzt. Nein, nein, schon nicht die Figur, aber... Ja, mal doch, vom Kopf her, Schigolo. Amadeus, du bist gar nicht so übel. Ich weiß, ich habe schöne Augen. Stimmt. Und du bist ein gewichtiger Mann. Das weiß ich auch. Danke vielmals. Ich meine nicht dein Gewicht. Obwohl ein paar Kilo weniger könntet nicht schon. Wem soll ich schon gefallen? Mir zum Beispiel wäre doch schon mal nicht schlecht, oder? Nimmer hätte mich getäuscht, dass mir nach 60 Jahren noch solche Komplimente gelten. Jetzt schau auch da ein Konjunktivanfall. Ist das die Aufregung? Aufregung? Über was soll ich mich denn aufregen? Über was? Denk mal drüber nach. Jetzt kommt gerade der Dede. Ich lasse die Haustür offen. Ich gehe wieder zurück. Ja, ja, schon recht. Nein. Ach, Herr Köbler, jetzt haben wir gerade vorhin von Ihnen geredet. Nein, nicht im Guten. Sie, sagen Sie mal, warum sind eigentlich Ihre Maler heute Morgen nicht gekommen? Was soll das heißen, weil es Freitag ist? Ah, das sind alles Moslems, die arbeiten nicht am Freitag. Ja gut, dann kommen wir halt morgen. Natürlich, am Samstag schafft sowieso kein Mensch. Und am Sonntag reitet der Christenheit seit 2000 Jahren auf der faulen Haut.
Dann sehen wir uns halt erst am Montag. Am Montag hat ihre Grosshändler zu, da kommen sie keine Farbe über. Jetzt sagen sie nur noch vom Dienstag an, haben sie Betriebsferien. Ja, aber so schnell wie möglich. Was ist mit der Farbe? Haben wir doch abgemacht. Nein, ich habe meine Meinung nicht geändert. Sie streichen weiss, ich zahle schwarz. Also, bis am Dienstag. Sorry, Brüder. Sorry, Tete. Ja, sag mal, handelst du jetzt mit Teppich? Reden wir nicht davon, sag mal, kann ich den in deiner Truhe verstellen? Was willst du den Teppich in meine Truhe tun? Bitte, seid der Brasilianer ins Zimmer. Komm, hilf mal! Nein, halt, Tete! Warte doch! Moment! Was hast du da in dem Teppich drin? Nichts, also nur ein Typ, der beim Poker beschissen. Der Alunk hat euch schön ausnehmen. Du hättest gerade von Anfang an Krick-Krack gemacht. Also für Falschspieler ist da eine Station. Na sicher nicht. Der ist nur auf der Durchreise. Lass ich erklären. Tete, du bist schon ein netter Kerl, wirklich. Aber ich will nicht, dass du meine Truhe da mit deinem Händchenfach verwechselst. Habt ihr den Kämme? Kein was? Händchenfächer! Aber sowieso? Ja, also gut, dann musst du ihn ja nicht ausgerechnet da lassen. Jetzt wird nicht gerade Sabli. Hat doch nicht zwei auf die Seite geschafft, um dir jetzt einen dritten anzuhängen. Muss mir nur einen kleinen Gefallen tun. Ah, nur einen kleinen Gefallen tun? Würden Sie heute Nachmittag mal schnell auf meine Leiche aufpassen? Sollen vielleicht dann gerade einbalsamieren? Also komm, das kannst du mir jetzt nicht abschlagen. Glaub, es war ein Unfall. Ich will von dir kein Plädoyer hören. Ich will, dass du das Corpus Delicti wieder mitnimmst. Mach ich ja. Bleib doch friedlich. Lass uns zuerst mal erklären. Wir haben mit dem Arsch gepokert und der mit zinkten Karten gespielt, tot sich. Ein wahres Wort. Der Röbi hat plötzlich gecheckt, was abläuft. Wer? Der Röbi ist ein Berufskollege. Ah, so, freut mich. Er ist leider nicht immer ganz ein cooler. Verstehst du? Plötzlich ist ihm das Blut in die Birne gestiegen und schon hat er einen Messerstich verpasst. Und dann sagst du Unfall? Ganz ein harmloser Messerstich, er hat nicht aufs Herz gezielt. Nein, nein, er hat bloß ein bisschen kützeln. Also wenn du mich fragst, ich meine, ich bin ja nicht Medizinmann, aber er hat ihm sicher die Leber gestreift. Der andere hat sonst schon ein bisschen Probleme gehabt mit der Leber. Und das war zu viel für ihn. Scheiss nie beim Poker, wenn du nicht bei guter Gesundheit bist. Es ist uns einfach plump unter den Händen zusammengeklappt. Und ich bin dann der glückliche Erbe, dank dir vielmals. Ich kann das nicht annehmen, mitnehmen! Das da ist ja nur das Zwischenlager. Heute Abend kommen wir wieder holen und dann ab mit dem Schroppress. Macht dir keine Sorgen, dem besorgen wir auch noch ein Händchenfach. Dann kann er doch unterdessen genauso gut in deinem Kofferraum warten. Eben nicht. Heute Nachmittag noch eine Einladung bei der Schmier. Oh. Wegen einer uralten Geschichte mit Fahrzeugausweis, die nicht ganz lauberein. Versteh, oft drückt der Schein. Meine Kollegen sind im Autohandel. Seriös. Immer eins an Occasionen, das ist eben so, gell? Wenn er mal einen Luxusschlitten einen Unfall hat, kommt ja vor, oder? Dann klauen wir einfach einen Dubletten und tauschen Papier aus. Dann können wir uns die Reparatur von dem Schrotthaufen schlichter sparen. Wir sollen sparen, wo man kommt. Mach das einmal den Schmier begreiflich. Die sind nicht immer sehr kooperativ. Wie wahr, Kumpel? Jetzt muss ich heute Nachmittag rasch vorbei mit meiner Büchse und die Fahrgestellnummer kontrollieren. Da kann ich ja nicht gut mit einer Leiche im Kofferraum aufkreuzen. Man soll es ja nicht gerade übertreiben. Sie schätzten es zweifelsohne nicht sonderlich, wenn du so arg sie neckt hast. Hä? Sie schätzten es zweifelsohne so gut. Ich habe an dich gedacht. Ach, das ist aber nicht. Ja, wenn man sich unter Kollegen nicht hilft. Wo kämen wir mit all diesen Leichen an? Na gut, dann ziehe ich ihn alleine in die Zucker wartet. Wenn du pünktlich bist, sind sie gerade wieder auf 100. Aber Didi, Didi, wo kommst du denn wieder? So schnell wie möglich. Didi, und der da. Da. Komm, versteck jetzt nicht an einem Gummibär. Ich lasse den dann nicht versauern. Abgesehen davon ist er noch ganz frisch, von heute am Morgen. Ja, weil er noch ganz frisch ist. Für dich? Super Stoff aus Kolumbien, total rein. Bin gespannt, was du haltest davon. Danke dir vielmals. Ja, wenn du noch mehr willst, musst du noch sagen. Oh.
Komm, versteckst du das bitte unter uns. Gehst du schon, Didi? Ja. Aber ich schaue wieder rein. See you later. Terminator. Was machst du auch für ein Gesicht? Schlechte Nachrichten? Nein, nein, im Gegenteil. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ein Geschenk? Schau mal in die Ruhe. Ein Teppich? Nein, ein Wundertüter. Schreck ihm doch nicht so! Wer ist das? Ich weiss doch nicht, wir sind uns nicht vorgestellt worden. Ich weiss nur, dass seine Art zu pokern seinen Freunden überhaupt nicht gefallen hat. Der Dede ist ja komplett gestört, den hier zu bringen. Ja, den haben wir ja nur ausgelebt für den Nachmittag. Am Abend gebe ich ihn wieder rum. Das hättest du ablehnen müssen. Ja, aber wie denn? Das war nicht so einfach. Bis jetzt hat der Dede alle unsere Leichen entsorgt. Dank ihm haben wir nichts mehr am Lager. Ausgerechnet in unsere Truhe. Ja, weil man ganz frisch ist, heute Morgen erst reinkommen. Und du weißt doch, dass wir ihn erst Abend kann in sein Händchenfach einquartieren. Und weil ja eben der Dede heute Nachmittag noch eine Einladung hat von der Polizei, hat er das dann nicht ganz passend gefunden, den mit so einem Teppich auf den Schultern aufzutauchen. Und ja, und das wär's dann etwa. Armen Amadeus, ist manchmal schwer das Leben, gell? Ach, schwer, schwer. Was heisst denn schwer, wenn du die ewigen Veränderungen nicht wärst? Halbop muss ich da meinen Beruf wechseln. Vom Rentner zum Killer und dann Zuhälter, Bordellkönig und jetzt auch noch Totengräber. Mach dir keine Sorgen, das gibt sich gleich wieder. Die beiden Mädchen heiraten und ich mach mich auf den Weg. Katja! Ich verschwinde, dann hast du wieder deinen Frieden. Wann hätte ich je von dir verlangt, dass du von mir gingest? Dass du das Haus einfach so verließest, von einem Tag auf den anderen? Willst du lieber, dass ich noch ein bisschen bleibe? Meinst du, das tut im Konjunktiv gut? Excuse. Schon recht. Soll dir noch ein bisschen Gesellschaft leisten, bis du dich wieder an die Ruhe gewöhnt hast? Ich könnte unterdessen eine Wehe machen. Eine Wehe machen? Ja, weißt du, wenn ich ein bisschen zu unter Opsi bin, dann gehe ich noch ganz gerne in die Küche und mache mir etwas. Das ist so meine Art zu entspannen. Das ist neu. Nein, nein, das mache ich immer. Aber ich mache das eben im Geheimen. Und ich iss es dann auch im Geheimen. Amadeus, du bist ein Heimlifeisser. Ich backe Zwetschgenwehe. Wutsch? Ja, wenn sie gut ist. Wart's ab. Ich komme unterdessen ein bisschen auf. Da hinten sieht sie ja aus wie ein Puff. Ist es ja auch. Gesundheit. Danke. Entschuldigen Sie bitte, die Tür war offen. Bitte, bitte. Das ist jetzt aber ganz ein Spezieller. Sind Sie mit der Kiki oder der Blanchette verabredet? Excuse, ich bin doch da richtig, ich bin Amadeus Meyer. Ja, ja. Ist er da? Ich bin sein Cousin. Mhm. Pater Josef. Sind Sie ein Echter? Ein echter was? Ein echter Pfarrer? Ja, selbstverständlich. Warum? Gibt es auch falsche? Nein, nein! Ich habe nur gemeint, Amadeus! Ich kann gar nicht so gut. Nein, stör mich nicht. Weihenbachen ist eine Kunst für sich. Ja, nein. Ja, nein, jetzt schau das mal an, der Josef. Ja. Schau das an, der gute alte Josef. Amadeus, wie gut, Amadeus. Ja, sag mal, was machst denn du da? Warum hast du mir nicht Bescheid gegeben, dass du kommst? Ja, ich habe ein paar Mal probiert anzuläuten, aber dann ist immer nur eine Ansage gekommen. Kein Anschluss mehr unter dieser Nummer. Ah ja, du hast recht, meine Telefonnummer hat gewechselt vor etwa 3 Monaten. Ich habe ganz vergessen, dich zu benachrichtigen. Es tut mir leid. Mach dir kein Gewissen, Amadeus. Wir telefonieren uns so sowieso nie. Ja, ich muss einen Besuch machen in Zürich. Da habe ich gedacht, bei dieser Gelegenheit komme ich einfach schnell mal vorbei. Schauen, wie es dir geht. Ist aber nicht wahr, doch. Ich habe gar nicht gewusst, dass du eine Frau hast im Haus. Ah, ja, doch. Das ist Frau Katja, meine Haushälterin. Und das ist der Pater Josef, mein Cousin. Er ist Pfarrer. Freut mich, Herr Pfarrer. Mich auch, Frau Katja. Deine Haushälterin. So. Da kannst du noch nicht lang. Ja, in dem Fall schaue ich zuerst einmal nach einem Hotelzimmer. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, Josef. Du übernachtest bei mir. Ah, ja. Ja, natürlich ist. Also, weißt du, das ist jetzt so. Also, du bist natürlich ganz, ganz herzlich willkommen bei uns. Das ist keine Frage. Es ist nur, weil jetzt eben. Was soll ich jetzt machen?
Entschuldigung, Amadeus, ich habe nicht alles verstanden. Seit ein paar Jahren habe ich ein Probleme mit meinen Muscheln. Was meinst du? Meine Muscheln sind verstopft. Deine nicht? Ah, nein, Gott sei Dank nicht. Nein. Er meint, er sei ein bisschen schwerhörig. Gibst ihm vorläufig dein Zimmer. Ja, Josef, los, dann kannst du also mein Schlafzimmer haben. Weißt du, wir haben Maler im Haus. Dein Partner wird jetzt alles frisch gestrichen. Und Zimmer über oben habe ich alle vermietet an Studentinnen. An Studentinnen? Ja, damit sie nicht mehr auf der Straße stehen. Amadeus, du bist immer ein guter Mensch gewesen. Sind die Töchter katholisch? Oh ja. Sehr katholisch. Amadeus, da tust du ein gutes Werk. Wenn man so ein grosses Haus hat, muss man teilen. Man muss an die denken, die kein Dach über dem Kopf haben, an die, die auf der Straße liegen. Gell, Sie, Frau Katja? Aber sicher. Statt auf der Straße liegen sie jetzt hier. Abgesehen davon bringen so Studentinnen einfach ein Leben ins Haus. Der Verkehr mit jungen Leuten ist immer sehr anregend. Wem sagst du das? Aber wenn ich in deinem Zimmer über Nacht schlafe, dann du? Da auf dem Sofa. Ausgeschlossen. Wenn jemand auf dem Sofa schläft, dann ich. Aber nein! Aber ja, vergiss nicht, ich bin der Eltern. Ja, komm jetzt, wegen ein paar Monaten. Das lange, das gibt mir das Recht, auf dem Sofa zu schlafen. Also wegen dem werden wir sicher keinen Streit bekommen. Das sicher nicht abgemacht. Wir müssen doch heute Abend noch die Truhe leeren. Hey, Madeline, ich habe das vergessen. Das klären wir später. Entschuldigung, musst du ein bisschen lauter reden? Ich habe nur gesagt, es ist jetzt alles in Ordnung. Die Herren müssen mich jetzt entschuldigen, ich sollte jetzt gehen. Essen Sie da? Mit grossem Vergnügen. Dann gebe ich mir Mühe, etwas Gutes zu kochen. Bis später. Sehr nett, deine Haushälterin. Oh. Wo hast du sie gefunden? Am Rotlicht. Ganz kein Zufall. Aber du, Josef, hast nicht gesagt, du müsstest jemanden besuchen? Ja, richtig. Reit einen traurigen Besuch. Nein. Du erinnerst dich doch sicher an Hugo. Hugo? Hugo Müller. Der Sohn vom Briefträger. Ah ja, so einen kleinen Dicken. Einen grossen Dünnen. Ein dumm, der kleine Dick war ja immer ich. Er ist gestorben ganz plötzlich. Nein. Gesund und zweg. Er hat am Vorabend noch gemütlich Karten gespielt. Pokert! Ja, die Astrid natürlich, mit seiner Frau und zwei Freunden. Und plötzlich ist er abberufen worden. Mit 63. Kartenspielen scheint nicht ungefährlich zu sein. Letztlich sind wir halt alle nichts als Staub. Ja, willst du etwas trinken? Josef, hättest du gerne etwas zu trinken? Danke, das ist lieb, aber ich sollte eigentlich jetzt gehen. Ich muss eben den Witwe von Hugo den versprochenen Kondolenzbesuch machen. Gesundheit! Ja, danke dir. Also, wie gesagt, ich wollte noch schnell melden, dass ich da bin. Du, ich lade den Koffer da, wenn es recht ist. Ja, selbstverständlich musst du dann weit. Zürich-Altstädte, Rautistrasse. Wie komme ich da am besten an? Am besten gerade mit mir im Auto. Dann können wir unterwegs noch ein bisschen plaudern. Aber Dios, das wird kein angenehmer Besuch. Ich bin mir gewöhnt, dem Tod ins Gesicht zu schauen. Aber du? Oh, ich auch. Er kommt und geht oft unverhofft. Es liegt nicht in unserer Hand. Oh. So, nett. Oh, könntest du mir, bevor wir fahren, vielleicht noch ein Aspirin geben? Ich glaube, ich habe mich im Zug ein bisschen verkältet. Die Scheissklima. Die scheissklimatisierte Welt. Warte, ich halte dir eins. Ja, ich dachte, das ist wieder... Einen Augenblick. Ja, ja. Für die Altstädte, wo doch ein Stadtplan bin. So. Sali, Schätzli. Bist du gekommen, weil es dir langweilig ist? Ja, was ist denn süß? Bist du immer so schön? Josef, ich bitte dich! Josef, ich schwöre dir, ich meine, du kennst mich doch! Aber nicht von dieser Seite! Wirklich, du, ich kann da im Stadtplan schauen und plötzlich ist die... Oh, Mist, Pfarrer! Da, bitte, ich habe gar nicht gesehen, dass ich Pfarrer bin! Und du hast gar nicht gesehen, dass das ein Mädchen ist! So glaubt mir doch! Ist das ein Echt? Ja, aber hundertprozentig, das ist mein Cousin, der Pater Josef. Er ist Pfarrer zu Rabius. Excuse ich, Herr Pfarrer. Kiki! Ist dein Freund schon gegangen? Nein, noch nicht. Er hat gerade eine Panne. In diesem Job bleibt einem aber auch gar nichts erspart. Komm, Josef, komm, trink jetzt dein Aspirin. Oder soll ich dir noch ein bisschen Wälder andere tun? Aber Josef, ich bitte dich, das war ein Missverständnis. Ja, wenn die Muschel verstopft ist. Das Fräulein habe ich mit irgendjemandem verwechselt. Schon möglich. Ist das eine von deinen Studentinnen? Aber sicher. Sie hat irgendwie etwas Aufsässiges.
etwas Aufsässiges. Du sagst es. Komm jetzt, trink das Glas aus. Ja, ja, Prost. Oh, Josef! Oh, du lieber Gute, Josef! Ich mich freue mich, das Wiedersehen. So, ne, so, ne, Josef, dass du mir wieder mal getan hast. Oh, du Gute, Josef. Sag mal, Amadeus, du wirst im Alter ja richtig leidenschaftlich. Und wenn man bedenkt, dass wir beide gleich alt sind wie der arme Hugo und ihr hättet gehen müssen, ohne dass wir uns jemals wiedersehen. Wir bitte! Komm, jetzt gehen wir raus. Nein, nein, warte, ich weiß jetzt die graue Adresse noch nicht. Ich muss noch da schauen. Das kannst du im Auto nachschauen. Bist du gut, komm jetzt! Wir dürfen den Hugo nicht warten lassen! Der Hugo hat seine ewige Ruhe. Was hat sich auch so brennt? Nein, aber es wird langsam heiß da drin. Ich wäre auch gescheiden in Südamerika geblieben. Dort ist sicher ruhiger. Aber lieber guter Hugo, ich bin Josef, ist das schön! Ist das schön, dich wieder zu sehen! Ein Sohnes Wiedersehen! Nein, ich freue mich ja so! Oh, Josef! Lass mal, Amadeus, ich bin ja wirklich gerührt über den warmen Empfang. Aber bleib ruhig, bitte. Ich bin da bei dir, du siehst mich vor dir und alles ist in Ordnung. Das meinst du? Aber gewiss sicher. Da habe ich es. Rautenstrasse 128. Gut, dann gehen wir, komm. Du bist wirklich ein bisschen nervös. Ich nervös? Wieso soll ich nervös sein? Wie kommst du auf die Idee? Sollst du jetzt kommen? Kommt mal ab. Ja, was ist? Jetzt musst du einen kleinen Augenblick warten. Es sind gerade ein paar Freunde am Gehen. Ja, und stört sich, wenn die da am Fahren sind? Nein, natürlich nicht. Doch. Doch. Weisst, sie sind evangelisch. Ja, aber du hast mir doch gesagt, die Studentinnen sind katholisch. Ja, die Studentinnen sind katholisch, aber die Freunde sind reformiert. Das ist jetzt halt mal so, ökologisch. Ökumenisch. Das meine ich doch. Amadeus, weißt du eigentlich, dass du ein bisschen eigenartig bist? Ich eigenartig? Wieso soll ich eigenartig sein? Ich bin doch nicht eigenartig. Nein, so etwas. Was? Das ist ja die alte Truhe von der Tante Trudi. Ja, ja. Ja, weißt du, wie wir uns als Buben immer da drin versteckt haben. Aber jetzt nicht! Jetzt geht's nicht! Sie ist voll, da geht nichts mehr drin. Es ist schon gespässig, wenn mich das Haus an die Vergangenheit erinnert. Ich nicht auch, aber Deus. Also, mir macht Gegenwart schon genug Job. Was steckst denn du so ewig lang? Fräulein hat gemeint, dass du eine halbe Stunde bei der Schmier schiessen bach. Bis jetzt haben sie mich geschunden. Hauptsache ist doch, dass die wieder laufen lassen haben. Die Haarnachsen sind doch einfach blöde Büffel, die Schafsäcke. Digi! Securitas. Mich beunruhigt viel mehr, was da in dieser Truhe drin liegt. Darum bin ich auch gekommen. Aber ich habe da noch ein kleines Problem. Ja, ich auch. Ja, was ist? Was gibt's? Die haben meinen Schlitten zurückgehalten. Oh nein. Sie wollen noch mal die Motor- und Chassisnummern überprüfen. Komm, schau, nimm mein Auto. Jetzt nur nicht juffeln, Partner. Ist leider noch nicht alles. Ja, was denn noch? Komm, jetzt musst du den Fuder mal ablegen. Meine Kollegen, die vom Schrottplatz, die mit der Presse für... die Händchenfächer. Eben, die haben müssen vortragen. Vermutlich haben sie ein bisschen Durcheinander mit den Fahrzeugnummern. Also wenn du mich fragst, die werden die nächsten 48 Stunden auf dem Posten verpflegt. 48 Stunden? Ist doch ausgeschlossen! Heute Morgen war er vielleicht noch frisch gewesen, aber in 48 Stunden ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Hast du keine tiefgefrierte Ruhe? Aber sicher nicht in dieser Größe. Aber bitte, bitte, wenn du willst, kann ich den Geflügelscher holen, kannst du ihn tranchiert unterbrechen. So, überleg dir mal eine Lösung. Aber schnell! 48 Stunden ist das abgerissen. Ich nehme los, Liebe. Jetzt musst du den Blutdruck senken. Wäre doch ein Jammer, wenn du den Schläger hättest. Drei Tote lange vorig. Den Polo hast du in deinen Riemen versenken. Also gut, dann machen wir es jetzt halt mit immer so. Kennst doch sicher ein ruhiges Plätzchen zum Fischen. Du spinnst doch total! Ich habe doch ein ganz anderes Problem. Na, dann gib's Futter. Mach kein Geheimnis draus.
Heute Nachmittag ist völlig unerwartet ein Cousin von mir hier auftaucht. Ich muss ihn bei mir übernachten lassen. Jetzt hat er mein Schlafzimmer abgelehnt. Und du weißt ja selber, dass alle vier Zimmer über oben beleidigt sind. Jetzt wollte er da auf dem Sofa schlafen. Störrisch wie ein Esel ist er nicht davon abzubringen, in diesem Zimmer zu pausen. 2 Meter von den Truhen weg. 1, 2, 2,5 ist ja gleich. Schlaft er fest? Ja, komm. In seinem Alter, der muss doch immer wieder aufs Häuschen. Mist. Hat er etwas für ihn? Die wirken radikal mega. Was ist das? Ein Schlafmittel. Hm? Nach 2 Tabletten verwacht er nicht mehr. Ich wollte noch entgiften! Quatsch, das ist harmlos. Das nehme ich selber jeden Abend. Und das hilft wirklich? Wenn ich doch sage, 2 Tabletten und nach einer Viertelstunde macht er das Murmeli. Das Murmeli. Nachdem könntest du die Hütte in die Luft jagen. Ja, das fehlt jetzt gerade noch. Amadeus, wir haben noch ein Stück Wein auf die Hütte. Sie ist himmlisch. Gute Verkleidung. Muss der auch untertauchen? Nein, das ist der Pater Josef, mein Cousin. Josef, ich möchte dich gerne mit einem guten alten Freund von mir bekannt machen. Das ist der Dede. Er ist, ein Schulfreund. Er ist ein bisschen lang hocken geblieben. Er ist Pfarrer, das Rabius. Grüß Gott wohl. Herr Pfarrer Rabius. Grüß Gott wohl. Ja, sind Sie wirklich ein Echter? Was ist los in dem Haus? Alles fragen, wie ich ein echter Pfarrer bin. Du verkehrst doch nicht jemanden mit falschen Pfarrer. Normalerweise trifft man eben keine Pfarrer in einem Puff. Hä? In einem puritanisch geführten Eigenheim, mein Herr. Junger Mann, Sie geben sich vielleicht dem Irrtum hin, dass wir Geistlichen nur in besseren Häusern absteigen. Aber für das haben wir kein Geld. Kinder ist arm. Und trotzdem müssen wir irgendwo schlafen. Stimmt eigentlich. Schon arme Sie. Bitte komm, jetzt bitte mal still. Lass doch von mir aus die Mickey Mouse Heftchen, aber jetzt stellen Sie sich. So, der Kaffee. Ja, bist du schon da, Dede? Ja, wie Figur hat Zeit. Ja, komm, gib mir nur eine Stelle. Du Ahnung, ich schenke schon ein. Nein, mach das schon. Nein, jetzt lass mich doch. Hey. Himmlisch. Danke. Josef! Josef! Hm? Wie viel Zucker nimmst du in Kaffee? Für mich kein Kaffee, ich kann sonst nicht schlafen. Ja, aber nicht bei dem Kaffee. Garantiert nicht bei dem Kaffee, der ist jetzt so dünn. Also bitte. Mit dem Kaffee schlafen Sie wie ein Murmeli. Da müssen Sie nicht einmal die Batterie rausnehmen. Ich will Sie nicht beleidigen, Frau Katja. In dem Fall nehme ich alles Tässchen. Ich habe noch eine Tasse für den Dede. Man dankt. Glauben Sie mir, Sie werden es nicht bereuen. Murmeli! Jetzt schau doch mal dein Mickey Mouse Heftchen an. Warum bist du so unfreundlich mit unserem jungen Freund? Gellet Sie. Sie müssen sich das nicht gefallen lassen. Er ist ein alter Brummbär, aber er hat einen guten Kern. Sie kennen meine gut. Oh ja, sehr gut sogar, seit vielen Jahren schon. Wir sind Cousins. Nicht wahr, mein Sohn? Fast könnte man sagen, Brüder, ehrwürdiger Vater. Ist das ein Geheimspruch? Schau dich mal Fernsehen! Irgendwo gibt es sicher ein Fußballspiel. Heute Abend? Komm! Ich nehme auch eine Tasse. Nehmen Sie meine. Ich kann noch nicht trinken. Oh, danke! Na, du, der Göttfinale ist doch erst morgen. Der Typ hat mir jetzt fast eine Herzbaracke verschafft. Ehrlich. Was ist wieder los da draußen? Jetzt gegen Basel geht ein obergeiler Finale. Herr Pfarrer, das können Sie also auf den Orgel pfeifen. GC schickt die Wackis in die Wüste. Verstehen Sie überhaupt etwas von Fußball? Ein bisschen. Ich ziehe Handball vor. Fadi.
Fußball ist für mich König. Da gab mir bei jedem Goal einen Schuss ab. Und was machen Sie beruflich? Ja, so beruflich. Also ich habe eine Künstleragentur. Was? Tausend, interessant. Vermitteln Sie auch richtige Stars? Weniger. Ich kümmere mich mehr um Anfängerinnen. Dafür verschaffe ich ihnen sofort den Job. Da haben Sie recht. Nur durch die Arbeit lernt man sein Handwerk. So ist das. Ja, und bei Ihnen, wie laufen Ihre Geschäfte? Wissen Sie, wir sind ein alteingesessenes Unternehmen. Da geht immer etwas bei 800 Millionen Kunden. 800 Millionen? Leck, dann mach schon den Pfau. Sind auch Kunden dabei, die immer wiederkommen? Der eine oder andere weicht vielleicht schon mal vom Weg ab. Leider. Aber im Großen und Ganzen bleiben sie uns treu. Mal. Schließlich verschaffen wir ihnen auch den Eingang ins himmlische Paradies. Bei uns ist es eher der Himmel auf Erde. Wir sollten uns zusammentun. Bei 800 Millionen Kunden bin ich noch so gerne dabei. Schon wieder deine Kiki. Jetzt hat doch die ganze Beige Teller runtergerührt. Zum Glück habe ich das Meissenporzellan von der Großmutter im Schrank gelassen. Für mich hättest du es eigentlich schon können. Ja, fehlt gerade noch. Weißt du eigentlich, was heutzutage Meissen kommt? Für einen lieben Freund sollte er nicht treuen. Ja, willst du gerne einen Kaffee? Nein, danke, Katja. Sie hat immer noch Zwetschgen wehen. Also, da sage ich nicht nein. Für die Wehe bin ich sogar bereit, die Sünde von der Füllerei zu begehen. Füllerei mit ein bisschen Schlagrahmen. Wir holen es gleich. Na, warten Sie, kommen Sie Küche gewesen. Schon da, danke. Ich hoffe, du hast aufgepasst, was vorhin dem Josef gesagt hast. Claro! Der Beweiser will mit mir zusammenspannen. Mit dir zusammenspannen? Ja, wieder eine Beziehung. Ich muss mit dir mal über das Geschäft reden. Absolut irrendig. Ja, später vielleicht. Jetzt kommst du zuerst mit in den Keller. Hat da unten einen alten Schraubstock. Mit dem können wir das gleich beschweren. Okay. Aber den Teppich müssen wir retten, das ist ein Vermögen wert. Ja gut, dann nehmen wir da ein Abdecktuch von dem Maler. Ist ja der ganze Korridor voll davon. Und jetzt kommen wir mal! Solange sich der heilige Josef noch mit Zwetschgeweihen vollstopft. Wenn der sich noch nicht beschissen hat. Ah! Oh. Nicht ginken, gell? Amadeus! Das ist jetzt leid. Könntest du meinen Tänner, ich habe die Wehe gemacht? So gut! Hetzel! Ui, der Knüffel! Wow! Nein, bin ich in Form, unglaublich! So etwas von Vita! Jetzt könnte ich mir das Schöflitle weiterlesen. Nonstop und auf Latinisch. Was wollen wir wetten? Also wissen Sie, Herr Pfarrer? Josef, Katja, sagen Sie mir, Josef. Also weiss, Josef. Oh, Musik! Jetzt wird's aber gemütlich. Darf ich aber das Tänzchen mitteilen? Lieber nicht! Oh, jetzt ein netter Pumplachetta! Ich habe niemanden geschubst. Wenn ich jemanden anlange, dann ganz fein, wie ein Elfen. Sie verwechseln den Elfen mit einem Elefant, ehrlich? Nicht wissen, Kinder, bleiben frei! Schau zu, Trampel, der Lehrer! Hey, hey. Also wenn ich einen nehme, der vor Schwöden entfernen will, dann sagt er. Du jetzt noch warten, wirst du sehen. Vielleicht sind Pfarrer immun gegen das Schlafmittel.
Kannst sagen, was du willst, aber die Kinder ist auch nicht das, was sie mal war. Als ich noch bei den Jesuiten war. Du bist bei den Jesuiten gewesen? Schon sicher, ein halbes Jahr haben sie mich rausgegeben. Die müssen die Gefahr geahnt haben. Bei diesen Brüdern schlicht überlegen gewesen. Hey! Ist ein bisschen nach, da werde ich bekehren! Papa Josef hat doch nicht mehr Altassen im Schrank, Herli. Was haben wir gemacht mit dem? Abwarten, einfach abwarten. Halli, hallo! Können wir da nicht noch weichen, aber rippen Sie! Hut, hut, hut! Hut, hut, hut! Warten, einfach schön warten! Hut, hut, hut! Flabius scheint ganz schön warm! Und wie immer, Papa! Eine spitzere Haltung! Halt, ich gehe auf den Prima durch, ganz prima! Von den Farn! Warte! Ich verstecke mich da in der Truhe! Aber nicht jetzt! Spass für die Mädchen! Nein, jetzt geht's nicht! Morgen vielleicht! Du bist gemeint, wo wir noch klitzen sind. Hast du dich in den verstecken dürfen? Jetzt bin ich mal rein! Aber nicht heute! Jetzt gehst du gut zu deinen Studentinnen, nimmst du sie ins Gebet, dann tust du ein gutes Werk. Aber jetzt hast du recht. Wir sollen jeden Tag ein gutes Werk tun. Das Leben in dem Haus wird von Tag zu Tag schwieriger. Muss ein Virus sein. Ja. Was ist jetzt da mit diesen Tabletten? Was mit Tabletten? Ich erkläre das später. Jetzt warte doch! Warte doch noch ein bisschen! Hey, jetzt warte mal nicht mehr! Jetzt gehen wir die Reiche versenken! Versenken? Irgendwo in einem Fluss. Geh nur zu den Mädchen. Sag ihnen, sie sollen den Papa Josef so lange wie möglich bei sich behalten. Wie sollen sie das machen? Hast du gesehen, was für ein Zustand da ist? Ja, sollen doch machen, mit was sie wollen. Auf das kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. So, komm. Nicht besonders moralisch. Ja, jemand in Fluss rühren, vermutlich auch nicht. So, los, Lady. Komm, beweg dich mal ein bisschen! Hey, noch warte, schön warte. Hey, jetzt wird nicht mehr gewartet, jetzt kommst du helfen. Lady hat immer geholfen, wenn nur so mag sie. Nicht schwätzen machen. Leist Licht auf, das Tuch wickelst du drinnen. Ich hol jetzt gerade noch etwas, um sie zuschnüren. Ich fahre dann mit dem Auto hinter das Haus. Siehst du genug so? Vorig. Wenn der Papa Josef gleich noch runterkommen sollte, dann hast du genügend Zeit, Licht zu verstecken, bevor er den Lichtschalter findet. So, jetzt mach mal! Na schön, warte! Amadeus! Wo sind denn die anderen? Au! Scheissdreck! Amadeus! Gib doch Antwort! Was machen denn die da für idiotische Spiele? So eine Totenwache, oder was soll das? Also, da bleibe ich nicht. Amadeus! Ja, wer denn sonst? Hast du mich jetzt verschreckt? Katja, was machst denn du da? Ich wollte nur sagen, dass es mit dem Josef kein Problem gibt. Sie haben sich hier oben zu dritt in ein Zimmer eingeschlossen. Frag mich bitte nicht, was sie dort oben treiben. Ich habe keine Ahnung. Ist mir doch Schnurz! Von mir aus könnt ihr sich da oben gegenseitig Beicht abnehmen. Wo ist denn der Idee? Ich weiss doch nicht, vorhin war er gerade da. Hast du geschaut in der Küche? Ja, dort ist er nicht. Ja, vielleicht ist er aufs Häuschen. Komm, hilf mir den mal zusammenzuschnüren. Nimm den Strick und bind den Bein zusammen. Meinst du nicht, es wäre gescheiter, ich würde mitkommen statt dem Dede? Warum willst du? Wenn uns jemand begegnet, können wir so tun, wie wenn wir umschmausen würden. Umschmausen? Ja, bei einem Mann und einer Frau, wenn eins am Fluss rauf, ist das normal. Natürlich geht es mit zwei Männern auch. Aber das fällt dann ein bisschen mehr auf. Abgesehen davon will ich nicht mit dem Dede umschmausen. Wo steckt er überhaupt so ewig lang? Weiss doch nicht, also komm, gehen wir. Katja. Ich wollte dich da nicht mit hineinziehen. Diskutier jetzt nicht lang, los, gescheiter auf die weibliche Intuition, los. Willst du etwas trinken? Nein, danke. Ich bin weiss Gott nicht dazu geschaffen, Leichen in den Fluss zu rühren. Von dem komme ich Magenbrennen über.
Hauptsache, wir haben sie hinter uns. Meister, der hat wenigstens auf uns gewartet. Nicht einmal das. Feiner Kollege, Mann. Höchstwahrscheinlich hockt dein Oberherr wieder irgendwo bei einem Pokerspiel. Aber dem zeige ich da schon noch, wer da hinten der Ahmed aus Bogota ist. Hast du nichts Verdächtiges getroffen? Ja, was denn auch? Verschreck ihm doch nicht immer so. Schau dir das an. Was? Sollst du das anschauen? Erzähl mir jetzt aber nicht, dass sich der Papa Josef gleich noch in dieser Truhe versteckt hat. Oh nein. Oh nein. Bitte. Bitte nicht schon wieder. Am Ende läuft die Limit noch über die Ufer. Fragst du dich nicht, wer mir stattdessen ins Wasser gehabt haben? Der Josef. Der arme Papa Josef! Ich muss wieder nein. Hör mir auf mit deinem Papa Josef! Wo ist er? Über oben. Was macht er? Handball spielen! Gott sei Dank! Mit sehr gespässigen Regeln. Ja, das ist ja jetzt wieder nicht schlimm. Warum sag das nicht? Der ist Weltmeister im Bodycheck, ehrlich. Also ich habe ja bis jetzt keinen Pfarrer persönlich kennt, aber wenn alle so sind, nein. Das ist gemein, mich ganz allein zu mit dem Schwarzen. Excuse, es ist Halbzeit, wie steht's? Ist noch voll im Angriff. Hey! Ich bringe dir, was ein Fremdstoß ist. Haltest du das jetzt für nötig? Oh, wenn ich dir noch vibriere. Die trainieren mehr als genug. Ja, du Kikimüsli. Und beherrscht, wir sind da nicht im Klo. Los, Kiki, also, wenn das die Ruhetag sollte sein, dann gehe ich lieber gerade auf den Strich. Auf alle Fälle sind die drei gut zu weg, hä? Ja. Aber in dem Tuch hineinwählen, dann. Der war sonst. Ja, das ist doch ausgeschlossen. Wieso soll ich den in das Tuch hineinwickeln? Der wird es doch nicht haben, wenn er einen Streich spielt. Vielleicht hat er das Schlafmittel genommen, das du mir vorhin erzählt hast. Unmöglich. Das habe ich selber in die Tasse da, die ich dem Josef gegeben habe, persönlich. Und der Josef hat mir freundlicherweise seinen Kaffee angeboten. Und wo Kiki in der Küche aus dem Geschirr verschäbelt hat, habe ich diese Tasse dem Dede in die Hand gedruckt. Mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Der Polo, der Tempo, der Fremde. Und jetzt noch der Dede. Ich bin ein Mörder. Ja. Ich bin ein Massenmörder. Nein, sag also nicht. Ja, schon sicher. Gegen mich ist Mafia der reinste Wohlfahrtsverein. Ich glaube, du solltest jetzt zuerst mal ins Bett. Aber nicht oben, jetzt habe ich null Sinn für Handball. He? Dann leg dich da aufs Sofa. Der Titi. Arme Keib. Und mach das bequem. Hoffentlich ist er nicht verwacht, als er vertrunken ist. Denk nicht mehr dran, schlaf jetzt. Weißt du, irgendwie habe ich ihn mögen. Ja, man hat sich an ihn gewöhnt. Gut, er hat nicht alle Tassen im Schrank gehabt. Aber sonst war er noch ganz in Ordnung gewesen. Schlaf jetzt. Wenn ich daran denke, dass wir morgen noch mal alles von vorne anfangen. Schön Schläfi-Böfi machen. Kiki, was machst du da? Ich wollte nur Nadia sagen, aber schlafet noch weiter, ich komme später noch mal vorbei. Nein, bleib noch. Nein, komm, ich schon recht. Ich wollte sowieso gerade aufstehen. Morgen, Kiki, verlässt du uns heute? Ja, der Bruno hat gestern Abend noch angerufen. Wir fliegen auf Avignon. Seine Eltern haben dort ein Chateau in Saint-Rémy. Und jetzt wollte er mir vorstellen. Das ist ja wunderschön für dich, Kiki. Mal, das freut mich jetzt aber. Ich habe es euch ganz vergessen zu sagen gestern. Mit dem Chaos. So recht, Kiki. Ich gehe mal einen Kaffee machen. Danke dir vielmals. Ja, sag mal, Kiki,
Wie ist das denn ausgegangen, da gestern Abend mit dem Papa Josef da oben? Unentschieden. Aber eine Vitalität hat der Mann. Extrem ehrlich. Beachtung von der 10 Gebote halten ganz schön fit. Da schau, Kiki, für dich. Was ist das? Mein Hochzeitsgeschenk. Aber das ist doch... Ich meine, es ist ja schon Champagner. Ja komm, ich darf dir doch gut noch ein Geschenk machen. Aber das ist ja... Das sind Lire. Ja, kannst du denken, das sind Schweizer Franken. Du bist ja verrückt, das kann ich nicht annehmen. Das ist viel zu viel. Entweder du nimmst es oder bleibst da. Kannst wählen, aber ich sag's nicht zweimal. Du bist ein Schatz. Du bist ein Riesenschatz, ehrlich. Soll dir etwas sagen? Ja. Du bist viel zu gut für einen Stenz. Ja, fehlt nur noch, dass du sagst, ich sei ein kleiner, mickriger Rentner. Nein, sicher nicht. Für das bist du viel zu lässig. So, jetzt muss ich aber los. Taxi wartet sicher schon. Ich wollte nur noch schnell der Kathi Adi sagen. Aber der Jos. Josef, komm doch auch rein. Weil du bist zu müde. Nein, weisst du, ich kann nicht. Lass ruhig Zeit. Ich weiss nicht, was gestern Abend in mich gefahren ist. Ich habe doch kaum etwas getrunken. Es muss ein Kaffee gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Komm, reden wir nicht mehr drüber. Nein, ich schäme mich tiefst, dass ich so den Kopf verloren habe. Sag mal, Josef, wie lange bist du eigentlich schon Pfarrer? Seit 33 Jahren. Warum? Also einmal in 33 Jahren ein bisschen den Kopf verlieren, das ist keine schlechte Gewohnheit. Ja, trotzdem. Gut, ich habe nichts Böses gemacht, aber es hätte dazu kommen. Auch ich bin nur ein schwacher Mensch. Zum guten Glück bin ja zwei ganz saubere Mädchen geraten. Wem sagst du das? Abgesehen davon wissen die jetzt, was ein Freistoß ist. Schon recht. Ich gehe jetzt meinen Kondolenzbesuch machen. Und nachher kommst du wieder dahin? Nein, ich nehme den nächsten Zug nach Rabius. Wir sehen das dann wieder in 33 Jahren. Und dann haben wir aber wieder einen Kaffee nötig. Gell? Guten Morgen, Herr Pfarrer. Guten Morgen. Salut, Josef. Gutes Tagli. Danke. Gleichfalls. Trinken Sie einen Kaffee mit uns? Nein, danke, kein Kaffee. So, jetzt muss ich aber los. Machen Sie gut. Viel Glück, Kiki. Tschüss, Alter. Level Kiki. Alles Gute. Du, wenn du ein Taxi hast, könntest du Josef auch noch mitnehmen. Ja, klar, kein Problem. Hey, Josef. Wie bitte? Komm, suchen wir nicht an. Bist du unterwegs? Wow! Vielleicht komme ich heute Abend gleich nochmal zurück. Halleluja, 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 Halleluja. Ist der etwa nie so? Der ist überhaupt nie so. Also der Kaffee ist es nicht. Die Wechseljahre können es eigentlich auch nicht sein. Muss ich noch mal besuchen, das Rabius, vielleicht kann man das noch heilen. Ja, das wär's dann, glaub. Kiki ist fort. Blanche verlässt uns auch gleich. Der Polo gibt's schon lange nicht mehr. Und der Dede. Glub, glub. Dann mache ich mich am gescheitsten auf den Weg. Dann hast du wieder Ruhe und Frieden in deinem Haus. Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, ich verkaufe das Haus. Ich ziehe mich in den Süden zurück. Ich habe gehört, es gibt Leute, die dort in der Provence wohnen. Schön dort, trotzdem schade. Wieso? Wir würden uns nicht mehr sehen. Vielleicht wäre es durchaus nicht unangebracht, wenn auch du einen Ortswechsel in Betracht zögerst. Excuse, das Klima wäre schon besser. Ja, das Milieu auch. Wäre natürlich schön, wenn wir nicht zu weit weg voneinander würden wohnen. Wenn man Glück hat, findet man vielleicht etwas unter dem gleichen Dach. Wenn wir noch mehr Glück haben, vielleicht sogar auf dem gleichen Stock. Warum eigentlich nicht in der gleichen Wohnung? Es wäre billiger. Auf Provence! Katja? Dede! Dede! Nein! Dede! Wo kommst denn du her? Direkt aus der Lime, du Sack! Vermutlich bist du schon bei den Pfadienstümpern gsi. Kannst du nicht mal einen anständigen Samariterknopf machen? Der Schraubstock ist runter und ich bin Wunderbar, das war ein Unfall. Und was hast du denn?
hat es auf die Zündschnur geregnet. Wir verwachen mitten in der Limme mit einem Schraubstock am Arsch und dann sagst du Unfall. Bitte, so lass ihn doch erklären. Du machst den Schlitz zu, du bist seine Komplizin. Also jetzt regt er mich langsam auf. Bitte, jetzt lass mal schon. Ich kann nur Musik hören für deine faulen Ausreden. Wenn Mensch, mich könntest du einfach so krack. Ich habe ja den Schlafmittel in die Tasse vom Josef da. Und er hat seine Tasse hinter meinem Rücken der Katja angeboten. Und wo Kiki in der Küche aus dem Geschirr verscherbelt hat, habe ich die Tasse dir in die Hand gedruckt. Sag mal, bist du ein Trudi Gerste? Du zählst ein bisschen mehr. Nein, das war ja so. Du hast Schlafmittel getrunken. Und dann hast du dich auf das Tuch fallen lassen und dich irgendwie drin hineingewickelt. Wir haben dich ja überall gesucht. Wir haben gemeint, du sollst abgehauen. Abgehauen? Ich habe eigentlich Tomaten auf den Augen. Nein! Erst als wir zurückgekommen sind, haben wir gemerkt, dass der andere noch in der Truhe ist. Das war ganz ein bedauerlicher Irrtum. Ja, vor allem für mich. Bitte? Willst du einen Kaffee? Danke, Hedli. Aber ich hätte wissen, ob die Story wahr ist, die er da versapft. Lass dich mal in die Truhe rein. Er liegt ja noch drin. Ich schenke dir ihn mitsamt dem Haus. Ich vermache dir meine Hütte samt Inhalt. Der Achmed aus Bogota geht jetzt nämlich in Pension. Ich ziehe mich ins Süden zurück. Und Katja? Die geht mit. Ich schieße einen Goldfisch. Katja, du kommst mit. Wer soll dir denn sonst Ziegenköpfli machen? Ja, ja, gell, Hermine. Wer zuletzt lacht, bleib auf dem Teppich, du Scheunickel! Thank you.